Servus, Leute! Die Musik ist doch der Hammer, oder? Ist ein bisschen laut noch, ich mach's ein bisschen leiser. Ah, ist die gut? Das ist der Hammer, oder? Ich wusste gar nicht, dass es so geil Sound hat. Fehlt noch das Bild. Alter, ist denn schon jemand da überhaupt? Ich sehe es immer nicht. Ich bräuchte echt mal so ein paar Widgets oder sowas. Die Musik ist so motivierend, das ist absoluter Reißer. Base Move, Gesichtle, wo bist? Servus, grüßt euch! Montag! Servus, Leute! Ah, oh, herrlich! Ist der Hammer? Ich finde die total gut, die Soundtracks. Alter, erstmal Brüchle, gell? Ich habe gerade eben vom Handy aus. Habe ich reingeschrieben, 2 Minuten, und ich habe es aber irgendwo anders geschickt. Ich weiß nicht, woher ich das geschickt habe. Es war nicht mein Kanal, ich habe es gleich wieder gelöscht. Man kann es ja auch löschen, habe ich gesehen. Erstmal hier von den Fehler abgeliefert. Oh, ist schon fertig. Kommt noch ein Lied. Einmal selbe, gell? Einmal hören wir es noch, einmal hören wir es noch. Onkel Huffy, herzlichen Dank übrigens fürs Abo. Ich kriege alles mit. Dank Heinzle. Hallo Heinzle. So, wer ist denn alles da? Wer ist bereit, die Augenklappe zu tragen? Ich bin ein bisschen gehypt. Ich bin so gespannt, ob der Singleplayer funzt, ne? Fangen wir an, Crossfire. Crossfire, Servusle. Der Black Shadow ist auch wieder hier. Spiel ist ab 12, glaube ich. Nur schon mal als Vorabinfo, falls du schon noch nicht gefragt hast. Speedy Faster, Markus Krabby, Servusle. 77er Patrick am Start. Waldzweig, 67, ich grüße dich. Hupja, Monty, Schmunzele, Servusle. Magical Puck, Magical Puck. Sag mal, können wir das mal klären? Magical Puck oder Magical Puck? Wie soll ich es denn aussprechen? Ansonsten nenne ich dich Magic. Random Scar, Servusle. Dobby, grüß dich. Ultra Gamer X, ein fröhliches Tutu zurück. Lilo Relax, grüß dich. Weed GXD, hi, Servus. Hit 199, ich grüße dich. Avesta ist am Start, super. Fipsen, FipSM, Fipsen, Fipsen. Bibble Bingo. Wenzela, Servusle. Oh, ich muss mal an der Stöpsel reinmachen, sonst höre ich es nicht, wenn es blubbert oder so irgendwas. Nicht, dass ich da irgendjemanden dann... Qualität ist wieder verstellbar heute, Leute, ne? Seit wir dieses Dings da haben, ist es jedes Mal verstellbar gewesen. Atlas, seit wann gibt es Atlas? Dezember sowas? Letztes Jahr? Kann es sein? Letztes Jahr auf jeden Fall. Ist noch nicht so alt. War bisher voll der Multiplayer. Und jetzt haben sie angeblich eine Singleplayer-Geschichte eingebaut, die wir uns heute mal anschauen. Servus Beutel, grüß dich. Oh, so, Freelancer. Ich frage immer Magical Pack was und dann lese ich die Antwort nicht, weil ich es übersehe, gell? Monty, grüß dich. Monkey. Bloody, vielen Dank für dein Abo. Was, Qualität ist heute noch nicht verstellbar? Alter, Montag. Ich dachte, verstellbar. Schweinerei. Muss ich gleich mal gucken, warum das jetzt nicht mehr geht. Hier schwitzen wir uns der Bär raus und dann nehmen sie uns die Dings, ne? Philipp aus dem Allgäu. Ah, alles klar. Da weiß ich Bescheid, Philipp. Elmuri, Hammer, Kap, gell? Aber egal, nochmal Servus. Da ist wieder einer, der farblich sich verschwimmt. Dark Neolux, ich grüße dich. Und einen herzlichen Dank an Bibbelbimbo. Bingelbingo. Servus, ihr seht schon das Wetter. Bibbelbingo, ich weiß, dass ich es kann. Junge, Junge, Entschuldigung. Schon 2 Monate, alter Schwede. Onkel Huffy. Geht's bei dir, ja? Muss man unter 2 Ausleuchtungen hocken, da bretzelt's. Bei mir ist eh immer warm hier. Es macht eigentlich keinen Unterschied mit den Lichtern, weil eh bei mir das Dach direkt die Hitze reindrückt. Muss ich aufpassen, ich überschlag mich beim Schwallern. Das habe ich auch noch nie gehabt. Nicht so. Man kann es eindeutschen. Hallo, weißt schon, mit meinem Englisch, das ist kein Problem. Nur das Eckensausle. Ich bin mal gespannt drauf. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Ründle jetzt. Abitur, grüß dich. Tropax. Bin mal gespannt, ob wir die Qualität noch kriegen, Heizle, oder? Grinsekatze, grüß dich. Boah, das Tüpfle zu. Da hängt es. Ich suche die ganze Zeit das Orange, ne, weil das immer so schön hier zu allem anderen dazu passt, weißt du? Das habe ich gerade gar nicht gesehen, dass ich es hier habe. Ach so, das war eine Frage. Du hast die Frage beantwortet. Das habe ich nicht mitgekriegt. Da habe ich aber einzeln.
Ja, Black Shadow, du kannst natürlich auch gehen. Ist kein Problem, aber ich rede ja nie Englisch. Bleib doch noch ein bisschen bei mir. Geh zu Piraten. Ich weiß aber nicht, ob wir heute schon welche zu sehen kriegen. Jetzt müssen wir es mal noch gucken. Danke, Dobby. Dir auch einen guten Start. Überhaupt an alle nochmal einen guten Start in die Woche. Ja, ist ein bisschen abgekühlt hier tatsächlich, aber ne? Lilia Ziscania. Müssen wir nur gucken, dass ich da die Buchstaben alle mitlese. Miaeli, grüß dich. Ja, schwül ist es auch extrem hier. Ostduitze, servus. Ist der Hammer, oder, die Mucke? Aber irgendwann wird es dann wahrscheinlich beim 10. Mal dann auch ein bisschen... Schauen wir mal. Ja, machen wir noch 3 Minuten. Lassen wir es noch ein bisschen verstreichen, bis es nach 20 Uhr ist. Dann steigen wir gemütlich ein, bis die letzten angeschossen kommen. Die sich schon an meine Pünktlichkeit gewöhnt haben. Rina, servus. Falkias 84, grüß dich. Ich liebe unsere Begrüßungsrunden. Spielt alle so viele Stunden, Alter. Ich komme hier vor lauter Aufnehmen. Ich schneide dafür. Ich habe tausende Stunden Schnittzeit schon. Ich komme nie dazu, die Spiele über 30, 40 Stunden zu spielen. Hi, Chris. Na, 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 na. Ich bin direkt rausgeknallt, dass ich es probiert habe. Ein paar Sachen gesammelt. Bub ist Spiel zugegangen. Walzwerks aus. Andreas von YouTube, grüß dich. Grüße nach Österreich an der Stelle. Beim Andreas fällt mir aber gleich Österreich ein. Und beim Lukas. Rocky, servus. So, einmal spielen wir es noch an und wenn es jetzt dann ausfadet, gehen wir rüber. Man meinte ja im ersten Moment. Ich habe ja auch, ich dachte, gut, ist ja sowieso selbe Backend wie Arc. Schaust du mal wegen den Soundeinstellungen. Hab dann auf dem einen Rechner Arc angemacht. Hab Atlas auf dem einen Rechner angemacht, wollte Arc anmachen und dann kam der Hinweis, sie spielen Atlas. Wenn sie jetzt Arc starten, dann beenden wir Atlas. Also da ist einiges im Backend zusammen. Nicht nur so, wie es aussieht, ne? Aber ist ja egal. Mich juckt es eigentlich nicht, was sie da machen. Hauptsache die Spiele machen Spaß. Wenn sie es natürlich zu sehr gleich, ne? Aber wer spielt's dann? Chevy Bart, servus. Radonskau, was tust du? Herzlichen Dank. Oh, wen erwischt es denn? Das ist immer wie so Random-Auslosung, gell? Grossi hat's erwischt. Wie gut. Übrigens an der Stelle auch mal, das führe ich ab heute ein. Ein Servusle an alle, die auf der Couch liegen ohne Tastatur. Alle, die zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Je Worte, Alterle. Ist das dein erstes Mal, dass ich dich hier sehe? Ja, tatsächlich. Ich dachte gerade. Und kein Ausrufezeichen dabei hinter mir. Was ist da los? Hat es immer gereicht? Radonska, da warst du hier leer mit dem Zeug. Absolut geil. Da freue ich mich. Herzlichen Dank. Blackbird, ich grüße dich. Forelle, grüß dich. Ich könnte jetzt eigentlich den ganzen Tag nur davor lesen. Es gefällt mir. Ich liebe das. Joanauk. Ich lese bei solchen Nicks wie Joanauk lese ich es manchmal rückwärts, um drauf zu kommen vielleicht, ob das irgendwas bedeutet. Huanaui. Nee, ist nix. Manche schreiben mir den Namen ja rückwärts. Pili-Willi, grüß dich. Schön, dass du da bist. X Rammstein. Du hast kein Bild. Das hier bin ich, falls du ein Standbild hast. Ey, das haben aber viele, weil es in letzter Zeit mal gehabt, ne, dass sie reinkommen und kein Bild haben. Normal geht eine automatische Benachrichtigung über Twitch raus, wenn ich stream. Aber ich habe da keine Ahnung. Alles, was mit Glocken und automatischen Benachrichtigungen von Streaming-Plattformen zu tun hat, glaube ich nicht mehr so dran. Ist ja immer so Geschichte, man weiß nicht, ne? Agadria, servus. Chili. Chili. Und die schwarze Amsel. Ja, servusle. Ich habe schon, das erste, was wir machen, gleich ist der eine Emote. Ich habe mich weggeschmissen. Passt ja, aber ein bisschen Österreich ist auch mit drin. Walkias 84. Du hast eine gekriegt. Was kommt denn da? Leute, ich glaube, heute können wir die Qualität nicht verstellen. Ich weiß nicht, was da los ist. Hawkeye. Ab in zu, ich grüße dich. Schön, wie ein paar Tabak habt. Nochmal servusle. Ragnarök 89, grüße dich. Oh, was mutest du mir hier zu? Cassie Blingploing. Cassie Blingploing. Servus.
da. Man wünscht sich jetzt schon, dass im Hintergrund die ganze Zeit dieses Lied läuft irgendwie. Oh, wir haben nach 20 Uhr. Leute, wenn es jetzt ausfadet, schmeiße ich uns rüber. Ich kann ja schon mal mein Hintergrundbild wegmachen, ne? Der hat mir gefallen, hat mich so ein bisschen an Obelix erinnert, als sein kleinen Bruder oder so. Hi, Rebell, moin moin. Hörschi TV, grüß dich. Hallo Gemeinde. Und Freier, grüß dich. Ey, falls ich jemand vergessen habe, ist nicht böse gemeint, Leute. Es liegt am Wetter und am Alter. Das X-Gone, Prost zurück. Okay, Leute, ich glaube, wir sind eingestimmt. Ich muss gucken, habe ich alles an? Also, meine Kopfhörer. Ansonsten werfe keinen Blick unter diesen Tisch. Heute habe ich Dings, aber das sieht man jetzt nicht. Von so einer Billigmarke habe ich jetzt mal das Ding probiert, Bitter Lemon. Da stand drauf, dass Chitin drin ist. Ich habe nicht gelesen, dass es Chinin heißt. Ich dachte, Chitin kann nicht schaden für die Abhärtung. Spaß. Das schmeckt ganz gut eigentlich. Sehr süffig. Ist nochmal eine Ecke bitterer irgendwie halt. Ich habe so Phasen im Sommer, brauche ich sauer oder bitter? Heute war mir es nach bitter und nach Chitin. Spaß. Miki, grüß dich. Wir hören nur noch das Lied zu Ende. Und dann werden wir tatsächlich reingehen. Mal gespannt, ob es hebt. Was war das bei Ark, wenn du gegessen hast und warst du tot? Polymer, gell? Ich habe mal Erfahrung machen dürfen. So, noch ein Tupfer. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich muss echt gucken, ob es da mehr Soundtracks gibt. Das gefällt mir wie Sau. So, Leute, ich fahre unser Bild aus. Ich muss jetzt nur gucken. Das Hauptlied lässt sich nämlich nicht unterschiedlich steuern irgendwie. Das ist halt voll rotzlaut. René, grüß dich. René Kalahari. So, Leute. Dann fahren wir mal rein hier. Natürlich, ihr wisst, was kommt, wenn ich sowas das erste Mal spiele. Werden wir uns erstmal eine Mändle machen. Aber ich muss sagen, das Alderle hier, das die mir da vorschlagen gleich, das gefällt mir schon ziemlich gut. Ja, genau, Dombi, das sollte da stehen. Passe mal auf, der Voucher ist live. Ich habe das mal irgendwann eingegeben, habe es da auch mal geändert, um zu gucken, aber... Aber schön zu wissen. Ey, wieso kriege ich meine Charakterstellung nicht? Ach, weil ich gerade eben zum Soundcheck drin war. Warte mal, so will ich das nicht. Ich habe ja noch gar nicht richtig reingeguckt. Exit to Main Menü. Oder halt auf Deutsch, dass man keiner abhaut hier. Verlassen Sie dieses Menü und kehren Sie ins Hauptmenü zurück. Singleplayer. Und da kann man es doch irgendwo löschen, ne? Delayed all. Delete, nicht delayed. Delayed. Accept. So, jetzt nochmal. Ich wollte nur das Lied nochmal hören. Ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, noch nicht wirklich probiert. Ich bin mal kurz drin und habe geguckt, ob es läuft. Habe zwei Sachen gesagt. Das ist da mal hier, ne? Huch. Ich überlege gerade, ob ich ihn heute allen Dudler nenne. So, Schlafzimmerblick hier. Wie sieht denn eigentlich dein Frauenstückel aus? Lass mich mal gucken. Female. Random? Geil, oder? Auf Random gedrückt. Ah, okay. Da wissen wir da schon mal Bescheid, nach was hier ausgewählt wird. Oh. Oh. Habt ihr gesehen? Springt's aufs Höschen runter. Was ist denn da los? Warum sagt mir keiner, dass Atlas so cool ist? Spaß. Oh Leute, ich bin schon wieder überdreht. Was machen wir denn? Skin ist ja, das passt mir alles. Ich hätte gerne... Eigentlich hätte ich gerne nur die blonden Haare wieder von gerade eben. Mund, Nase. Ich glaube, wir nennen den heute mal Almdunkler. Für den Fall, dass ich es mal irgendwann in einem Let's Play verankere, dass der Alderle nicht beleidigt ist, dass wir schon mal reingeguckt haben. Hair Preview. Skin Color, Body. Sag mal, Leute, wo sehe ich es bloß nicht? Forehead Style, Brow Height, Brother. Wo ist denn da die Farbe von der Hoher? Head Size? Ah, hier. Ich will. Alter, das sieht aber schon mal ziemlich gut aus. Fast ein bisschen wie der Coneless. Nix, wir machen den jetzt hier so richtig blond. So wollte ich die Haare früher. Und da hat mein Vater mir erklärt: Alter, wenn du dein Haar so wachsen lässt, dann hast du nur Läuse und Ratten da.
Da musste ich zum Friseur bei meiner Jugend. Aber wir haben natürlich trotzdem unser Metal-Musik gehört. So Leute, den nehmen wir jetzt einfach so. Ich nenne den tatsächlich Almdudler. Give a name. Der Alm. Ist übrigens jetzt kein Dings irgendwie, ne? Ich habe, wenn ich in Österreich bin, ich bin gerne in Österreich, ich bin unheimlich gerne in den Bergen, wo es einsam ist und so. Ich mag das wie Sau. Und wenn du dann so beim Hochlaufen, habe ich immer so, bei der ersten Einkehr gibt es normalerweise kalte Milch. Frische kalte Milch in Österreich ist der Hammer. Und dann so zwischen der ersten Einkehr und der letzten irgendwo so ein Almdudler und dann ein kaltes Bier, wenn du oben bist. In der Einsamkeit ist der Wahnsinn. Almdudler, Sedil, Familienname ist klar, ne? Sedil. So, Leute. Zieh mal los, oder? Was ist denn das hier? Bleitattoo. Ah, du kannst ihn auch noch tätowieren. Guck mal, die Buchs, ne? Der Almdudler, ihr Lady. Gefällt mir. Nee, ich brauche keine Tattoos. Das geht heute ohne. Paulinchen, herzlichen Dank. Durchhalten, ich glaube. Oh, Heinzle, wann war denn das? Nächste Verlängerung gibt es eine andere Farbe vorne am Köpfle. Da haben wir was eingestellt. Ich drücke jetzt drauf. Bäm. Und jetzt ist die Musik weg. Und schon ist irgendwie was anderes, ne? Almdudler. Ich habe sogar einen Begleiter gehabt, den WoW, der so hieß. Almdudler, Guigtaler. Und ich hatte... Ich glaube, ich habe einen Hexenmeister, habe ich Escorial. Das weiß ich nicht mehr. So, Leute, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich gerade gelesen, der Kosmetikvater. Was kann ich bei dir machen, Alter, ne? Sedil Family Kompass. Oh, der Kompass der Familie Sedil wurde uns übergeben. Ich find's gut. Pass auf, ich muss das jetzt gleich nochmal machen. Das habe ich vorhin aus Versehen eigentlich nur gedrückt. Da musste ich mich schon wegschmeißen. Nur, jetzt dürfen wir nur nicht erschrecken. Er hat jetzt noch kurze Haare, ne? Ist das ein Geiler. Geht es hier auch wie bei Ark? Hallo! Und hat er einen Wampen? Den habe ich gar nicht hingemacht. Den hat er random gekriegt. Zwei Mändle. Ist sau gut, Alter, ne? Guck mal ins Gesicht, ne? Er ist voller Freude. Freier, herzlichen Dank. Sau gut, ich mag das schon. So, hör wieder auf zu tanzen. Ach, ich kann, er ist genau wie bei Ark. Ich kann so, dann kümmern wir uns ab und zu. Alter, ne? Guck mal unter den Armen. Da haben wir Mändle gebastelt. Hey, leck mich am Arsch, sieht der aus. Sind wir mal gespannt. Ja gut, wir machen das jetzt aber natürlich im Survival-Aspekt. Wir gehen erstmal sammeln. Ich glaube, wir brauchen nämlich bis Level 1 tatsächlich ein bisschen Zeit. 20 Jahre soll der... Oh Gott, ist der klein gestummt. Und guck mal, die große Füße. Okay, ist ja nur ein Check-up. Den würde ich jetzt nie so lassen. Weil jetzt normalerweise, wenn ich jetzt länger spielen würde, diesen Spielstand, würde ich sofort wieder rausgehen, würde es löschen. Ultra-Gamer, was erzählst du denn da? Der ist doch viel hübscher als ich. Der ist doch viel hübscher als ich, der Gute. Ich bin mal gespannt. Da müssten ja hier auch die Haare wachsen wie bei Ark, ne? Die Wampe ist aber trotzdem absolutes Highlight. Ich lieb das schon. Guck mal, da steht er. Oh mein, was will denn jetzt machen? Holadi? Erinnert mich an einen Film, den ich mal gesehen habe. Mit so einem kleinen Außerirdischen. Die haben auch österreichisch gesprochen oder bayerisch. Und der hat immer gesagt, er hat immer einen Kolben runtergezogen auf Echsen, hat immer gesagt, mein Maschisi. Kennt ihr das? Das ist ein ziemlich alter Kracher. Okay, ich erzähle schon wieder irgendwelches Zeug. Aus der 70er, 80er. Ne, 70er nicht. In der 70er habe ich gerade reden gelernt. Da ist passiert. So, kann ich denn schon irgendwas herstellen? Crafting ist noch nicht viel drin, ne? Und ich habe auch gehört, man kann umschalten mit R auf den Kampfmod. Ach du je. Ja, der ist wirklich wie ich, auch von der Geschwindigkeit her. Dafür haben wir kraftvolle Schläge. Guck mal, ist das da war? Das gefällt mir. Da bin ich gespannt. Ich habe ja die ganze Zeit schon damit geliebäugelt. Da habe ich immer zwischendrin gelesen und habe mich so ein bisschen informiert, wie es da jetzt ist, wenn wir allein spielen. Ist das ein Pferd? Guck mal, da ist ein Pferd. Almdudler, schnappst dir! Kann man Pferde zähmen? Wahrscheinlich, oder? Oje, da steht so viel. Da die Antwort raussuchen wird schwer. Ich guck beim Heizle drüben. Was ist man da jetzt entgegengeflogen? Pferdchen. Ja, wahrscheinlich musst du da halt auch irgendwie Futter draufnehmen. Hallo. Oh, ist das schön. Was steht da? To feed. Also ich nehme, also man kann zähmen, das habe ich schon gehört, glaube ich, ne? Aber wie es funktioniert, ob es dasselbe ist,
Aber es sah mir jetzt so aus, als ob ich es passiv zähme, also praktisch irgendwelches spezielles Futter brauche für das, ne? Nie, nie, nie. Ist die Qualität immer noch nicht einstellbar? Das ist scheiße. Das sollte aber eigentlich nicht mehr so oft passieren. Brüllt er so? Alter, der hat einen Knochenbruch. Von was hast denn du einen Knochenbruch? Jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein Level up. Schauen wir mal. Aber guck mal, unsere Gesundheit geht runter wie nix. Wegen was geht denn die jetzt so schnell runter? Wir sterben jetzt gerade, Leute. Ah, ist ja noch geiler wie bei Ark. Hier kommt noch nicht mal ein Monster vorbei. Oh, bin zu heiß. Soll ich mal woanders spawnen? Ach, zu heiß. Ich habe vor lauter Schwallern und mich freuen und tanzen. Ich hätte nicht tanzen lassen sollen, ne? Jetzt sind wir wieder hier, oder? Ah, zu heiß. Wo sehe ich denn das, ob es mir zu heiß ist, Leute? Ist das das Zeichen da unten? Ah, da steht was. Warte mal, ich gehe mal in den Schatten. Ja, ich habe auch erst gedacht, dass mich das Pferd zusammengedatscht hat gerade. Ist hier irgendwo Schattis Plätzl? Boah, das ist aber schnell dann, dass man so schnell kaputt geht. Lass ich mal gucken, ob ich hier irgendwo rein kann. Hier ist ein Schatten. Guck mal, hier stehe ich kurz hin. Was steht denn da unten jetzt? Water degrades much faster as the ambient. Okay, das Wasser. Wo kriege ich denn das mit? Wenn er das Männle da unten hat, was braucht er denn jetzt dann, dass er. Was macht man jetzt? Sobald ich was sammeln gehe, haut's ihn weg, oder? Also ich wollte das killen, das kann ich ja mal kurz hier machen. Ah gut, ich habe irgendwo gelesen gerade, dass es am Anfang schwer ist, dann nehme ich das mit. Ich würde aber fast sagen, dann nehmen wir... Effects Committee, Handle to Extreme, dann nehmen wir das hier schon mal. Und Basics und das da, oder? Ah, da muss ich doppelklicken. Okay. Habe ich jetzt alles? Basic Water Swimming Speedboat. Aha. Gehen wir mal kurz darüber. Level 2 sind wir. Also doch noch ein bisschen ungewohnt. Das ähnelt sich zwar. Oh, scheiße. Ach du je. Oh, da gibt es aber viel. Was? Musik und Tanz? Oh Gott, Leute. Wie ist es denn hier vom Aufleveln und von den Skillpunkten, von denen die Erfahrung haben? Habe ich so viele Punkte, dass ich alles freiklicken kann oder muss ich mich arg einschränken? Ich nehme an, einschränken muss man sich, ne? Quest Skills. Das weiß ich noch nicht. Im Moment spiele ich recht gerne Singleplayer. Der Fokus liegt ja auf Unterhaltungsvideos und Streams bei mir, ne? Aber kann auch, kommt irgendwann bestimmt mal was, dass man was zusammen macht. Im Moment ist da noch nichts fest geplant, weil ich halt zeitlich auch sehr flexibel sein muss momentan. Und da kannst du dann schlecht so. Natürlich. Irgendwann machen wir bestimmt was. So, Leute, wie mache ich denn das jetzt? Er verliert schon wieder Leben und so. Und hier ist total heiß. Guck mal. Hier oben ist besser. Hier ist es auch nicht wirklich viel besser. Okay, wenn ich jetzt nicht solo spielen würde, wie würde man das jetzt in den Griff kriegen mit der Hitze? Wenn man als Gruppe unterwegs ist? Luft zufächern? Ich weiß es nicht. Was habe ich denn hier? Campfire brauche jetzt bestimmt momentan noch keins. Ah, ich nehme an, dass ich mir so mal... Ich baue mir mal so Klamotten. Ich nehme an, dass damit beginnt, ne? Ins Wasser gehen. Das hört sich mal gut an. Das probieren wir gleich mal. Mehr kann ich eh noch nicht anfangen. Ich gehe mal ins Wasser und gucke mal, ob ich mich abgekühlt kriege. In die Fluten! Tatsächlich ist weg. Da müssen wir halt jetzt an der Nähe vom Wasser bleiben erstmal. Ja, die Map ist auf jeden Fall schon mal ein Knüller. Die gefällt mir. Also Wasser schwimmen, dann bauen wir uns jetzt erstmal die Kleidung, ne? Ja, tut mir leid an der Stelle. Das ist, wenn man kein Partner ist, gibt es immer wieder mal Tage, wo man die Qualität nicht verstellen kann. Das bestimmt halt Twitch, wie sie es machen wollen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob heute extrem viel los ist. Oh, guck mal, eine Flaschenpost. Common Treasure Map.
Jetzt haben wir ein Kartenstück gefunden. Die Muscheln kann ich nicht sammeln. Aber ich muss kurz aus dem Wasser auch raus, ne? Geht eigentlich mein Leben allein hoch? Habe ich irgendwas gefunden, was ich essen kann? Nö, ne? Wir haben echt noch nicht viel. Ich kann noch nichts herstellen. Ich muss noch mal raus, Leute. Eine Schatzkarte. Wir können keine 2 Meter überleben, ne? Aber Schatzkarte gefunden. Ich sammle jetzt hier mal ein bisschen Stein, Holz. Guck, dass ich schnell wieder ins Wasser zurückkomme. Dass wir mal die Klamotten haben. Dann können wir schon länger draußen bleiben, ne? Und ich renne am besten nicht. Ach, hier, guck mal, hier ist es jetzt auch wieder schattig, ne? Hier ist gut, oder? Wellness ist 85%. 84%. Ja, ja gut, Digga, jetzt pass mal auf. Wir fangen mal an mit Klamotten. Leder. Leder. Das war das Einzige, was kein Leder braucht, ne? Okay, dann geht's hier weiter. Muss ich ein bisschen mehr Holz schlagen. Das Rote sind Beeren. Beeren sind normalerweise zum Essen, ne? Die werde ich mir gleich mal holen. Muss ich gucken, wo habt ihr die jetzt gesehen gerade? Wo habt ihr denn hier die Beeren gesehen? Beeren gesehen? Beeren gesehen? Irgendwo hier zwischendrin wahrscheinlich, ne? Ja, aber für Leder muss ich jetzt erstmal was platt machen, was Kleines. Die Fäuste sind super. Ich sehe keine Beeren. Tut mir leid. Aber hier im Schatten ist gut, ne? Jetzt hole ich erstmal ein bisschen Holz ran noch. So, können wir schon was bauen wieder? Yeah! Das da. Ah, hier sind Beeren. Machen wir gleich mal hier drauf. Machen wir sie mal auf die 1, da komme ich besser ran, oder? Sehe ich in die Statuswerte? Ah, guck mal jetzt. Food geht hoch und die Geschichte hoch. Geht bei den Beeren auch automatisch Wasser ein bisschen mit hoch? Weil ich habe gerade im Wasser schon probiert. Der kann nichts trinken aus dem Meer, ne? Was ja auch richtig ist so. Gott, der schlägt aber langsam zu. Aber wir haben ja schon ein Werkzeug gebaut, ne? Ich hack hier alles drauf rum. Wo ist denn das? Hier. Der erste Moment, dass der alte... Ach, jetzt geht's. Es hat gerade nicht gewollt. Bin ich im R-Modus noch, ne? Ja. Na, da muss man auch gucken. Und schon geht's ab. Schon geht's ab hier. Ach, der Charakter bleibt nass, wenn der aus dem Wasser kommt. Das ist ja cool. Ich dachte, weil ich hier in dem Schatten rumlaufe. Ich meinte, das hatte dann so einen Effekt, könnte einen Effekt haben, ne? Da ist ein kleines Tierle. Ein Äffle. Das gibt bestimmt Leder, oder? Ich gehe nochmal ins Wasser. Ich denke mal, du musst ganz rein, ne? So, immer schön zwischendrin abkühlen. Ah. Da vorne ist ein Schwein. Kann ich mir eine Waffe bauen? Hier, ein Speer. Brauche ich Flint. Hole ich erstmal noch Flint. Wie viel Power hat wohl so eine Sau? Alter, es hat 4 Hörner. Zum Glück ist es nicht aggro. Die kann man auch zähmen, ist ja der Wahnsinn. Da werde ich auf jeden Fall irgendwann ein Schwein haben wollen. So. Spear. Das können wir eh gebrauchen, denke ich mal. Ich würde mir aber gerne noch mehr bauen. Ist das hier was Spezielles? Nö. Okay, wo kriegen wir Wasser her? Wo kriegen wir denn Wasser her? Dann gibt es bestimmt kleine Bachläufe oder sowas hier, ne? Viel Holz holt er mir nicht. Brauche eigentlich wieder andere Dings, ne? Zum Holz abbauen. Lal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 
Nach Wassergraben. Okay, das verwirrt mich alles noch. Ich finde es am besten mal auf meine Art so ein bisschen raus und gucke dann immer so zwischendrin rüber zu euch, was ich alles falsch gemacht habe. Sonst bin ich nur am Lesen. Und hier, guck mal. Jetzt muss aber das wie bei Arks Werkzeug wegpacken, ne? Ist das was anderes jetzt, was ich hier bekomme? Metrik. Turmerik. Turmerik. Ach, guck mal hier. Ich nehme an, dass ich das auch essen kann, ne? Die Bären machen auf jeden Fall das hier hoch. Ich esse mal eine. Ich werde schon nicht gleich sterben. So, jetzt brauchen wir Leder, Leute. Sobald ich Leder habe, können wir die Klamotten weiterbauen. Da brauchen wir wahrscheinlich nicht alle 5 Minuten ins Wasser hüpfen. Aber dem Schwein, ich weiß nicht. Level 10. Ah, ein Dreier. Wir sind ungefähr dieselbe Stärke. Muss ich jetzt auf den R-Modus rüber? Nee, geht nicht. Puh, Alter, da gehst du ab! Das hat mich aber gut erschreckt jetzt. Animal Meat. Four Bones. Bin ich erschrocken. Ah, da war jetzt was von Looten gestanden, oder? Guck dir das an, den nehme ich natürlich jetzt auch noch mit. Hallo, mein Freund, du kleines Huhn. Ich nehme dich mal mit ins Wasser vor. Das ist gut. So, da ist schon wieder so eine Flaschenpost. Muss man sich da eine Schatzkarte vielleicht zusammensuchen oder sowas, ne? Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Hier ist auch noch eine. Oh, danke, Heinzle. Du filterst gerade so ein bisschen raus. Das finde ich gut. Wo habe ich denn den Vogel jetzt hingebracht? Hä? Egal. Ich guck noch mal rein jetzt. Hole ich mir einen neuen Vogel. Okay, Alter, da kommt ein Haufen Zeugs zusammen. Hier haben wir schon mal eine Fackel für später. Ich hoffe, dass wir jetzt heute Nacht nicht irgendwas Besonderes beachten müssen. Hier blinkt jetzt alles. Ah, weil ich aufgestiegen bin. Eigentlich bin ich jetzt der Meinung, ich müsste schon auf Gewicht gehen, aber ich glaube, es macht Sinn, wenn ich hier nochmal einen drauf bastel. Was nehmen wir denn jetzt hier? Welche Voraussetzungen gibt es denn eigentlich, um das hier freizuschalten? Points 14. Ich glaube mal, dass wir erstmal hier bleiben müssen dann halt noch. Aber was nimmst du da? Waterkeeper halte ich für sinnvoll, ne? Kann ich 13 Punkte noch vergeben? Hand-to-Hand-Combat-Unlock. Archery. Any shell can raise a bow in the... Boah, Alterle, was da alles gibt. Aber das da finde ich auch gut. TXF4, herzlichen Dank. Freue ich mich. Smithy Show Fishing. Oh, das sieht auch gut aus. Können wir runter angeln. Jetzt habe ich nur noch 2 Punkte. Wie wichtig es mit dem Schwimmen wird, werden wir wahrscheinlich auch noch rausfinden. Construction Unlocks. Stone and Wood are the basics. Das nehmen wir jetzt auch noch mit hier. So, bam, habe ich meine Punkte verteilt, dann sehen wir ein bisschen was. Ach, jetzt ist hier frei geworden, ne? Ah. Und hier, weil ich das vorne praktisch freigeschalten habe als Baum, beziehungsweise als Weg. Ach du je. Muss ich mir da jetzt irgendwo ein Lagerfeuerle wahrscheinlich hinbasteln gleich mal, oder? Ich crafte schon mal eins. Die Symbole sind für mich noch so ein bisschen... schwer zu entschlüsseln. Ah, können wir auch herstellen. Schön. Schlappen wären nicht schlecht. Armschienen oder erstmal Buchs? Erstmal Buchs. Wie sieht denn jetzt aus? Guck mal. Das Bäuchle ist absolut Hammer. Okay, Alter, hier hast du schon mal deine Schuhe. Wasserbeutele. Das Lagerfeuer, das setze ich mir jetzt irgendwo auf, bis die Nacht rum ist. Was haben wir denn hier gefunden? Knochen. Ah ja gut, das sehe ich schon. Das erinnert mich so ein bisschen an meine ersten Arc-Stunden. Da habe ich auch nicht alles Kraft ewig lang. Da kommt man dann wahrscheinlich rein, wenn man seine Stunden zusammengespielt hat. Ne? Gut. Was ist denn das hier jetzt noch? Das habe ich jetzt gebaut, ne? Warte mal, war da vorne nicht irgendwo die Stadt? Vielleicht haben die ja einen Brunnen, wo ich Wasser holen kann. In der Zeit farme ich schon mal hier so ein bisschen Zeugs noch zusammen.
Jetzt hat er getrunken. Wir haben tatsächlich was gefunden, wo er trinken kann. Hier beim großen Kopf. Da war doch gerade eben hier. Oder kann ich aber meinen Waterskindler auch auffüllen, ne? Wo habe ich denn den draufgelegt? Auf der 8? Ja, Leute, haben wir schon mal Wasser gefunden. Ich hoffe, dass es gut ist natürlich. Aber er hat es getrunken. Also ist es auf jeden Fall kein Meer oder Salzwasser halt. Muss ich mal kurz ein bisschen hier rumschniergeln. Nee, 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 nee. Naja, da ist der Weg wahrscheinlich weit bis zum ersten Schiff, oder? Ich bin mal gespannt, wie sie das überhaupt gelöst haben, dass man sich dann alleine Schiffle bauen kann. Haben wir denn doch Fleisch bekommen vom Schwein? Normalerweise schon, oder? Metall haben wir schon. Ey, pass mal auf. Ich setze jetzt mal für die Nacht hier einfach mal ein Lager auf. Es muss ja jetzt nichts Großes sein. Schöne Blümchen. Er sammelt echt alles ein hier, unser Alterle. Da gibt es doch bestimmt aber auch Tiere, die jetzt nicht gerade so friedlich sind wie die Schweine, ne? Da hinten sieht es aus, als wäre irgendwie so eine kleine Hütte. Lass uns mal hingehen, oder ist es nur ein großer Stein? Äffchen, ich grüße dich! Was braucht denn der, wenn ich den zähmen will? Ich kann das nicht lesen, das ruckelt so arg. Er haut auf jeden Fall ab. Moment mal, da war auch was. Hier zieht er das rein, was wir alles finden. Wilde Bohnen. Kurzer Moment, wir sind am Einsammeln. Ach du je, jetzt ja. Jetzt sehe ich es auch bei der XP-Anzeige. Was haben wir jetzt da unten? Vitamin, Equilibrium, Boost. Hallöle. Okay, das ist halt schon mehr Survival wie Essen und Trinken, ne? Im Moment ist es ausgeglichen, aber leider nicht sehr hoch. Mal gucken, ob ich das irgendwie, indem ich hier einfach mal quer und kreuz alles esse, was ich gefunden habe. Wilder Reis. Muss man aber wahrscheinlich erst herstellen, oder? Was bewegt. Weiß es nicht. Hier geht auf jeden Fall das Futter hoch. Ich mache mal das so. Ausgewogene Ernährung, aber ein Brocken Fleisch wäre auch nicht schlecht. Ist das jetzt tatsächlich hier? Hallo. Nichts anmerken lassen, dass wir seinen Bruder in der Tasche haben. Nö. Gibt es da nachts andere Tiere vielleicht, die kommen? Vielleicht muss ich da ein bisschen aufpassen. Ach, die muss nur im Ausklang sein. Also die müssen nicht unbedingt Rand oben stehen, dass man was bekommt. Das ist natürlich jetzt die Frage, die sich mir stellt. Das ist ein Neuner. Und das hat ein Herz. Da muss ich aufpassen. Nicht, dass es Liebe machen will. Was macht man nachts, Leute? Kann man hier nachts rumschleichen oder ist man gut beraten, wenn man sich irgendwo einfach verbarrikadiert, bis es hell wird? Das dürfte jetzt die Nachtmusik sein. 21:50 Uhr. Tag 18:40 Uhr. Eastern Tropic, 17 Grad, Alm Douglas City, Level 3. Alles klar. Zumindest weiß ich, wie viel Uhr es ist. Die Nacht habe ich nicht umgestellt, fällt mir ein. Also die ist jetzt Originallänge, ne? Schauen wir einfach mal, was passiert. Kann ich eigentlich, habe ich ein Baumenü? Skills. Was gibt es denn hier eigentlich alles? Ein einfaches Bett. Dafür bräuchte ich noch mehr Leder und mehr Holz. Okay, was haben wir hier? Da haben wir schon die Workbench. Das ist klar. Uiuiui, ist das warm. Hier hole ich mir einen Fisch. Ich habe da auch eine Angel freigeschalten, oder? Da brauche ich erstmal nur Holz dafür. Jetzt pass mal auf, ich setze mal unser Lagerfeuer dahin, da bauen wir uns mal eine Angel. Mit irgendwas müssen wir ja anfangen. Ich glaube nicht, dass wir heute schon ein Schiff kriegen. Da vorne läuft wieder was, ne? So, aber nicht unbedingt hier, oder? Ich glaube, ich gehe wieder vor zum Kopf. Den findet man bestimmt eher noch. Try and Error. Es sei denn, ich finde nochmal eine Dreier-Sau. Neuner.
Und du, mein Freund, bist mir zu hoch. Wo war denn jetzt das gute Wässerle, das ich gerade eben gefunden habe? Nee, nee, war schon richtig. Mach doch mal die Map auf. Er braucht seine Zeit, Leute. Okay, so hole ich den Kompass ran und wie die Map? So. Ja, super. Achso, du meinst mit dem Speer die Fische jagen? Sinking City weiß ich noch nicht, Leute. Ob wir da nochmal eine Runde machen, bin ich momentan schlüssig. Weil noch so viele andere Sachen jetzt demnächst rauskommen, die ich zwischen Stream und Kanal aufteilen möchte. Da vorne brennt Licht, da gehen wir jetzt mal hin. Das ist auch bei dem Schädel, ne? Dann sind wir, ich glaube, dass ich da mal bleibe. Dann gucken wir mal, wie wir das mit dem Fischen machen. Stimmt, irgendwas mit Klemmen war auch das hier. Wenn ich F1 drücke. Can't place, und das weiß ich, aber wo muss ich denn da hinlaufen? Das ist offensichtlich in der Region für mich nicht möglich. Du bist alt und kränklich, gell? Habe ich mir gedacht. Und dein Kumpel, greift der dann mit an, wenn ich dir jetzt... Ach hier, der ist doch mein Kaliber. Achso, ja, mit der rechts. Entschuldigung, ich hole mir jetzt auch mal ein bisschen mehr Fleisch raus von dir. Ist es hier nicht so? Wild Beans. Allerle. Wie er vorbeiläuft, gell? Was ist denn da in dem seinem Maul jetzt hier ausgerichtet? Guck mal. Alter, ist ja schön gemacht. Das gefällt mir saugut. Aber ein Lagerfeuer lässt er mich hier setzen, oder? Jo, das darf ich. Habe ich ein bisschen Holz dafür oder muss ich das jetzt auch schon besorgen gehen? Das wird... Das ist da oben. Ein Holz. Ein Holz. Funktioniert's? Es funktioniert. Habe ich was zum Reinschmeißen? Das ist schon verrottet, ne? Scheiße. Kann ich überhaupt irgendwas reinschmeißen? Hier. Ich habe jetzt überall mal T gedrückt, damit es schneller geht. Alles klar, jetzt bauen wir Holz. Das kann ich, das kann ich. Kann ich auch Bambus verheizen? Nee. La, la, la. Ah ja, jeder Pirat war irgendwie angefangen, ne? Nur nicht zu dick wahrscheinlich. Ein Mann am Steg baut mir ein Schiff. Für Mats. Bin ich wahrscheinlich... Musste viel farmen dafür. Oder ist es was, was man schaffen kann? So, wo ist mein Lagerfeuer? Wo habe ich es hingeknallt? So schnell ist es weg hier. So, Herr Alderle, dann hau mir mal bitte... Hier ist... Jetzt hast du genug Holz. So, und jetzt ab dafür. Jetzt machen wir jetzt erstmal das Fleisch. Da haben wir schon mal einen Anfang. Zwischendrin esse ich immer mal ein paar von den Dingern hier. So, Schlückle Wasser. Und jetzt habe ich es schon gesehen. Jetzt muss ich es mir auch bauen, Leute. Ich brauche eine Angel. Wo war die Fishing Rod? Nochmal Holz holen. Ich hole nochmal frisches. Das Feuer darf seins behalten. Irgendwas müssen wir ja machen, ne? Es ist gerade mal 0.24 Uhr. Ja, müssen wir mal gucken. An welchem Steg ist denn der Mann? Da, wo wir gerade vorhin waren, wo ich getanzt habe? Also der Alte, ne? Ich würde nie tanzen. Boah, das Lagerfeuer zieht aber durch, oder? So, zeig dich mal, Diggerle. Guck mal, der ist gut. Da haben wir uns was rausgesucht. Das gefällt mir. Ja, mei, war das her, was? Guck dir die Schlappen an, die Füße. Haha, so gut. Wow, okay. Er weiß auf jeden Fall, wie man Feuer macht. Finde ich gut. Aber wir wollten kein Feuer machen, Alter, sondern ich wollte mir eine Angel bauen. Brauche ich da bestimmt einen Köder, oder? Crafting. Ich baue mir eine Angel. Hammer. Ich habe noch nie geangelt in solche Spiele. Großartig. Doch, stimmt natürlich. Bei Green Hell haben wir geangelt zum Schluss. Boah, ich muss zupfen. Ich habe nach dem letzten Stream das ganze Gesicht gebrannt, weil ich so schmirgelpapiermäßig. Also das Game ist auf jeden Fall schön, lässt sich gut an. Und naja, man, ein bisschen was ist man ja auch gewohnt. Aber guck mal, hier haben wir wieder... Wo sehe ich denn jetzt, welches Ding mir das hochmacht?
Ich esse mal zwei von dem, zwei hiervon, eins hiervon. Zala. Und jetzt müsste auch schon das erste Fleisch eigentlich fertig sein. So, jetzt kriegst du auch mal was Anständiges zum Essen, mein Freund. Wir müssten jetzt in einen wunderbaren Ausgleich der Vitamine gelangt sein. Weil gerade im Fleisch sehr viele Vitamine drin sind. So, Alter, ziehen wir das nochmal durch. Was ist jetzt mit der Angel eigentlich? Ich würde sagen, wir haben nicht das drüben gehabt, dass ich das nicht durcheinander bringe. Die Beeren hatte ich eigentlich immer da hinten, aber hier spielt das alles mehr eine Rolle. Die Angel. Hey. Okay, die... Slot-Typ. Rear. Slots of this type. Insufficient occupied slots of this type. Muss ich die ausrüsten irgendwo anders? Weiß... Was mache ich denn jetzt mit der Angel? Ich kann sie nicht da runter machen. Equippen kann ich sie nicht. Das sieht so aus, als ob mir irgendwas fehlt. Was meint er denn hier? Slot-Typ Rear 1 von 1. Kann das sein, dass er vom 1er-Slot frei sein muss für sowas? Nö. Auf dem Nuller? Manchmal weiß man es ja nicht. Nee, irgendwas passt nicht. Wo ist der spezifische Slot? Habe ich den nicht, oder was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Habt ihr das gesehen? Irgendwas hat er jetzt gemacht. Speer muss vorher raus. Jetzt habe ich alles irgendwie raus. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt mit einem Schlag alles ausgezogen. Okay, probier mal. Das kann ja aber auch jetzt hilfreich sein. Jetzt haue ich einfach mal die Angel runter. Die ist ja noch da irgendwo, ne? Ah, okay. Jetzt habe ich die Angel. Ich probiere es mal. Irgendwie macht er da nichts, Leute. Gut, das mit dem Speer ist jetzt weg. Ich habe die Angel. Zuckerrohr auf die Angel ziehen, probiere ich natürlich. Wenn ich drauf drücke, must be. Da kann ich hier an dem kleinen Wassertümpel nicht angeln. Gut, dann gehen wir Nachtfischen jetzt. Und dann gehen wir nochmal vor zum Kolleg. Okay, also entweder Angel oder Speer, das merke ich mir. Jetzt gehen wir auch mal wieder davor. Ist der Typ da am Steg irgendwo, hast du gesagt, ne? Mein Fleisch hätte ich aber mitnehmen sollen, ne? Ach ja, ich bin halt einfach ein bisschen verwirrt. Ist ja das erste Mal. Und ich muss hinsitzen, oder was? Gibt es da spezielle Angelplätze dann oder kann ich mich einfach in den Dreck hocken? Vor allem, wie setzen wir uns hin? So? Ne, so? Wie sitzt man denn? Ein Stuhl brauchst du da extra zum Angeln. Hallo, Leute. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich keine Angel gebaut. Dann wäre ich weiter auf Steg geblieben. Gut, dann wo kann ich jetzt einen Stuhl bauen? Warte mal, ich muss mich erstmal wieder sortieren, geschwind. Okay, das scheint also auch ein bisschen tiefgreifender zu sein. Das finde ich schon mal schön. Hier haben wir unsere Stegs. Machen wir jetzt anders. Steg kriegt den Außenplatz. Da weiß ich, Eiweiß ist außen. Hier ist die Geschichte. Der Brokkoli dahin. Die Wette, die kann man euch wahrscheinlich da mal hier mit. Also es ist ja unheimlich viel, was man sich da jetzt schon wieder merken muss, gell? Spoiled Meat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufheben muss. Ich lasse mal drin. Was haben wir denn hier? Wild Beans. Ah, das sind Farben, Farbpfeile. Und die Pfeile, die farbig sind, das ist das, was er gerade braucht. Die anderen sind nämlich gelb, oder? Ich esse einfach mal so durch. Ich finde es auf jeden Fall, macht es schon mal tierisch Laune. So Leute, pass am auf. Wir kriegen das schon irgendwie raus, ne? Also ein bisschen Holz haben wir noch. Da würde ich tatsächlich sagen, du bleibst hier. Du bleibst hier. Und jetzt kann ich aber wieder umrüsten auf meinen Speer, ne?
braucht immer kurz, bis die da unten verfügbar sind. Okay, alles klar. Komm, ich suche mal den Typ beim Steg. Ach so, einen Stuhl wollte ich bauen. Entschuldigung. Wie machen wir... Level 1? Habe ich meine Sachen zurückgesetzt? Ah, da steht's, schwarze Amsel, danke dir. Das erklärt's. Das erklärt's, ich dachte gerade, was ist da jetzt schon wieder los? Okay, pass auf. Machen wir hier wieder drauf. Das hat er mir gelassen, ne? Skills. Ne, das brauche ich auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wo gehe ich einen Stuhl her, ne? Das kann dich halt schon erschlagen hier. Beast Mastery. Eigentlich ein sehr interessanter Baum, denke ich mal. Hand-to-hand Combat. Melee Weapon. Drawing Weapons. Alles mit Waffen, Firearms. Armory. Medizin. Alterle, Artillerie. Oh ja, also da. Aber hey, ich weiß noch, bei Ark habe ich auch irgendwann mal angefangen und irgendwann weiß es dann, ne? Was haben wir denn vorhin? Ich nehme jetzt nochmal dasselbe wie vorhin. Ich nehme den Wasserskin nochmal, ne, dass ich ihn dann immer benutzen kann. Und dann hatten wir. Ich glaube hier, ne? Ist da ein Stuhl dabei? Smithy, Schaufel, Laterne, das sind eher so normale Tools. Boah, lala. Holzbau. Den Bogen brauchen wir jetzt nicht gleich, ne? Tools of Trade, das ist nur das Speer gewesen. Hier haben wir die Klamotten gehabt. Wahrscheinlich ist es dann da unten irgendwo, ne? Weil hier sehe ich tatsächlich jetzt im Moment keinen Stuhl. Hand-to-Hand Combat. Wasserding, Construction, oder ist hier dabei? Stone and Wood at the base. Vielleicht muss ich mir ein Dings machen. Dombi, danke. Ich versuche es auch einfach jetzt so aussehen zu lassen, als hätte ich voll den Plan. Ich nehme das jetzt einfach, wenn nicht angeln war halt heute nicht. Fertig. So. The Basics. We got two skill points, unlocks Construction. Und das müsste doch jetzt hier oben was freigeschalten haben. Lass mich mal gucken. Bamsle. Tool, Studies, Basic of Building. Gut, das ist hier für die Hütte. Wooden Table, Wooden Chair. Hier ist einer drin, Leute. Okay. Ist der Wooden Ding jetzt dann hier dabei oder muss ich denn in der Bench machen? Hier ist er. Wir können sogar herstellen. Er hat es doch noch geklappt. Alterle, zurück ans Meer. Das Herz ist voll. So muss das sein. Ich glaube, ich muss ein Stück Null essen, ne? Oder? Ob ich ein Stück Fleisch braucht? Zum Glück kommt da ab und zu ein bisschen Musik. Ey, kann ich jetzt aber nicht wieder da drauf drücken, oder? Das ist das einmalige Geschichte. So, Alter, da such dir mal einen schönen Angelplatz. Hier willst du nicht, ne? Merke ich schon. Leute, wir haben Stuhl, wir haben eine Angel und wir haben Zuckerrohr drüber gezogen. Und ich hole auch noch unsere Steaks ab, die ich da hinten durch habe brutzeln lassen, die 100 Stück. Die Musik ist absolut göttlich. Ich liebe die. Am liebsten würde ich jetzt Satiano anschmeißen. Würde super dazu passen gerade. Guck mal, da vorne ist ein wunderschöner Angelplatz. Ich hätte ihn mir in Real Life auch rausgesucht. Hier beim Meerschweinchen. Welches Level? 10. Eines Tages. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange ich brauche, bis ich den Stuhl aufgesetzt kriege. Jo, wie gut. Wie kannst du... Ne, das ist der Mod. Da gibt es bestimmt auch Millionen Tricks. Ich setze ihn jetzt einfach mal so, weil ich nicht weiß, wie ich gerade drehen kann. Ah, einfach so. Ich hab falsch rum. Ich kann aber wieder wegnehmen. Wie gut. Erstmal schön ausjustiert und dann... Ist gar das, was ich so einen Stuhl bauen muss zum Angeln, finde ich gut. Oh, guck mal, wie schönes Bild. Der Alterle am frühen Morgen mit einer Angel und keinen Sorgen. Hier. So, mein Freund, jetzt will ich sehen, wie du angelst. Unglaubliches spielt sich hier ab.
Gut. Jetzt müssen wir noch was fangen, dann drehe ich durch. Ich habe nichts gefangen, ne? Ich habe einfach nur wieder rausgezogen. Und jetzt haben wir, glaube ich, unser Zucker. Oh, ne, Zuckerrohr ist noch drauf. Jetzt geht's nicht mehr. Ah doch. Heinzle, Actionspiel. Gut, ich warte mal. Irgendwas muss ja passieren, wenn man Fischle fängt, oder? Aber schön ist es gemacht. Ich habe irgendwas gehört. Man kann jetzt auch nicht hinscrollen oder so. Sehr motiviert hängt er da rum. Ja. Ich glaube, wir bleiben beim Speer, oder? Ich glaube, ich lasse ihn nachher raus. Ich lasse die Angel nachher reinhängen, wenn ich das Päusle mache. Jetzt wissen wir es ja, ne? Und Stuhl kannst du auch wieder mitnehmen. Sag mal, hol's noch mal rein. Ich will mal was gucken. Mach mal so weit du kannst. So, hier. Vielleicht bin ich einfach zu nah am Rand gewesen. Ich nehme mal an, dass ich einen Steg draufhängen muss, oder? Jetzt angeln wir, dann wird wahrscheinlich gleich die Vitaminhaushalt hier durchdrehen und das war's dann. Nee, Leute, aber jetzt wissen wir das ja schon mal. Wie kann ich ihn wieder aufstehen? Mit E, sehr gut. Nimm mal deinen Stuhl wieder mit. Nein, nicht drauf sitzen. Almdudler. Was steht da? Sir, on wooden chair. Vorhin stand da Pickup. Geht es nur am Anfang, wenn man ganz schnell ist? Demolish, Pickup. So, die Geschichte haben wir erledigt. Ich rüste wieder auf den Speer um. Das mit dem Schwein hat schneller geklappt und vor allem sediler. Ich gucke jetzt mal unter Wasser, ob ich Fische sehe. Ah, ich kann mit dem Bogen unter Wasser auch. Dann holen wir uns den Bogen. Ich gehe aber trotzdem mal tauchen. Wie sieht es denn hier aus? Schön. Lalala, vielleicht entdecke ich hier schon ein gesunkenes Schiff. Wo sehe ich denn, wie viel Luft ich habe? Ah, da oben sind die Lungen. Guck mal hier. Die sind bei Ark schon nicht lieb. Die sind bei Ark schon nicht lieb. Mal abkauen. Ich hole mir mal so einen Bogen, oder? Leute, lass uns einen Bogen bauen. Mir gefällt das Spiel. Ich mag's. Die Ähnlichkeit zu Ark macht es natürlich ein bisschen einfacher hier und da, je nachdem, was man drückt, ne? Aber ich habe das Gefühl, man kennt so ein bisschen, man hat so das Gefühl, ja, doch, ist von Ark inspiriert, ganz klarer Fall. Ist es ja auch. Aber es ist schöner. Ich finde es schöner, schon alleine halt auch, weil hier Städte sind, NPCs sind und so. Und Hühners. Hühners für Flash. So. Jetzt pass auf. Jetzt werde ich ganz kurz unser Fleisch holen, unser Lagerfeuer, dass wir das nicht alles doppelt und dreifach machen müssen. Und dann holen wir uns einen Bogen. Und dann würde ich den Typ am Steg nochmal angucken, dass wir vielleicht auch wirklich rausfinden. Oh, das brennt immer noch. Was braucht der? Vielleicht kann ich mir wirklich ein kleines Boot basteln. Huch. War da jetzt irgendwas anderes? Nee, ne? So, Alter. Schön sammeln, das schadet nie. Uns Feuer wieder gefunden beim ersten Anlauf. Ausmachen und reingeschaut. Boah, Leute, was ein Paradies. So viele Steaks. So viele Steaks. Jetzt habe ich da einen lilanen Pfeil dran. Kohle, ich nehme das alles mit. Ich hoffe, ich kann das alles tragen. Excess Inventory. Ah, das kann ich nicht mehr abbauen jetzt. Dann lasse ich stehen, falls ich nochmal wieder drauf zurückkomme. Wenn das Zeichen lila ist, ist es dann. Guck mal, jetzt hier unten die Farben vom Essen, Leute. Ist alles gelb, grün und lila. Ich habe das Gefühl, lila ist was, was er dringend braucht, ne? Nicht, weil es Fleisch ist.
So, das kann ich, das ist wie Klavierspielen. So habe ich auch Klavier gespielt. So, jetzt gehen wir mal zu dem Städtle da vorne, Leute. Nochmal. Achso, die Farben sind dem rechten Balken dazugeordnet. Das heißt, ich habe tatsächlich... Eins habe ich nicht dann, ne? Das ganz außen hier. Was sind das denn? Wasser? Ist das, ne, die Wasseranzeige ist da oben nicht drauf, oder? Zack, zack. Einmal durchgenudelt hier. Ich guck gleich. Jetzt haben wir wieder einen Ausgleich. Hey, aber wenn das mit dem Singleplayer funktioniert und sich das richtig schön umsetzt, wenn das dann aus der Beta auch raus ist, ist es eigentlich so ein Spiel, ne? Wie Ark, wie Conan, Outlaws, irgendwas, was halt passen wird. Merke ich gerade so. Überfressen kann man sich auch. Ich meine, dass ich überfressen bin, kann ich nicht verstehen. Wenn ihr meinen Wampus anguckt. Er kriegt langsam sein Bart, Leute. Er kriegt langsam sein Bart. So. Willkommen. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, ich gehe in der Hocke, ne? Gott, was habe ich denn da für Wurzeln abgekriegt, Leute? Guck mal, wie der... Alter, brauchst du gucken hier, wenn ich mein Ding auspacke, ne? Kann ich den schlagen? Ich muss probieren. Geht nicht. Ja klar, wir erreichen den gerade mit unseren kurzen Ärmeln. So. Crewmember. Ah, du kannst jetzt hier NPCs für 5 Gold anwerben, oder was? Wer will aber einen Haufen Gold? Und ich habe kein Schiff gesehen. Tipp blau. Türkis, bei den Nährstoffen ist Eiweiß, Fisch oder Milch. Ah! Jetzt ist die Frage noch, was ist genau blau? Ist es rechts außen blau? Ihr wisst, ich bin farbenblind. Ich nehme an, ne? Wobei, nee, das ist lila, das Fleisch. Oder blau halt. Okay, wo kriege ich jetzt den Typ da mit dem Schiff da vorne, der? Vielleicht können wir wenigstens ein kleines Floß oder so bauen. Oh, der ist meine Kragenweite. Bin fast größer, bitte. Der Wutknubbel. Access Shop. Hier tatsächlich. Oh, wie. Ich kann mir schon ein Floß. Ey, wollen wir uns gleich so eins mit Segel machen? Ich muss ja nur ein bisschen mehr Zeug holen. Oh, lass uns so eins mit dem Segel machen. Aber nach dem Päusle. Gehen wir schon mal los, Material besorgen, oder? Dann bauen wir uns so eins hier. Ich komme gleich auf dich zurück, mein Freund. Ja, so Floß wollen wir nicht. Wir haben doch Raft. Brauchen wir jetzt kein Floß. Wir holen uns jetzt so Flößle. Zimmer momentan ist ihm eh schlecht. Dann kann er ein bisschen arbeiten. Dann geht's wieder gut. Ey, schön. So ein ganz kleines Schiffle da. Stehst du jetzt echt da oben drauf? Willst du uns was beweisen? Ein bisschen abkühlen. Das gefällt mir. Ich finde es total gut, dass da Musik im Hintergrund ist. Und vor allem noch so eine, die so ein bisschen zum Spiel passt. Echt der Hammer. So, pass auf. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gemerkt, was ich holen muss. Aber es war den meisten eh klar, ne? Ich gehe nochmal rein. Schreibe ich mir jetzt auf? Oder will sich jemand merken? Lalalalalalala. Das machen wir jetzt kurz. So hält Spiel an, ja, so kenne ich es von Ark. Also wenn ich nachher in Pause gehe, dann passt es. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Entschuldigung, dass ich nochmal da Umwege laufen muss, aber ich bin ja immer so... Wie merke ich mir das jetzt? 250 Holz? Ich kann mir drei Zahlen nicht merken, jetzt, wenn ich da am Labern bin und so. Ich schreibe es mir auf. 250 Holz. Gefällt mir das. 75 Leders. Und 225 Fiber. Alles klar. Ey, das ist ja gleich zusammengefahren. Da kann ich mir eine kleine Mini-Flotte machen. So, meine Lieben. Für Leder werden wir natürlich noch mehr Schweine brauchen. Oh, es ist schön. Ich dachte, dass ich jetzt hier 20 Stunden, 30 Stunden erstmal spielen muss, bevor ich auf dem Wasser rumpaddeln kann überhaupt, ne? Den brauchen wir auch Fiber, hat er gesagt, ne? Schön, wenn man eine kleine Aufgabe gleich direkt hat. Sag mal, wie lange ist denn dem Kollegen jetzt schlecht?
dauert ja ewig. Als Zwerg, hier kann ich es nicht selber bauen. Hier muss ich nehmen, was ich gebaut kriege. Ist aber vielleicht auch besser so. Dann sehe ich wenigstens am Bug, was ist denn vorne und hinten? Bug? Heck? Auf jeden Fall sehe ich von der einen Seite auf die andere. Bei meinem Rough Flow ist ja nicht mehr so, ne? Rough Flow ist eigentlich auch komisch. Ja, Conan hat natürlich eine ganz spezielle Art gerade. Ich wollte es auch nicht jetzt im direkten Vergleich, sondern halt Open World sind sie beide, Sandbox, bauen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Kein direkter Vergleich. Das halt, passt halt dazu, das wollte ich sagen. Gemüse, Fleisch, Obst, Fisch und Milch. Ach, Fleisch und Fisch gehört hier nicht zusammen, ist ja wie im Real Life. Dann muss ich doch mal gucken, ob ich mir gleich noch einen Fisch irgendwie schnapp. Weil ich hab da... Eine Schildkröte! Servus, le Dude! Alter, die hat aber... Die gibt Gas. Alter, wie die abgeht. Die sieht aber tatsächlich... Man kennt so ein bisschen... Die kennt man irgendwie, hat man das Gefühl. Okay, ich will aber einen Fisch. Aber ich angle jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, wie es geht richtig. Wir gucken mal. Ich rüste mal den Speer aus. Irgendwo wird hier schon so ein kleiner Stichling rumheizen. Wobei eher unwahrscheinlich ist ein Süßwasserfisch, ne? Ich sehe keine Fische. Wahrscheinlich hat die Schildkröte alles wegschnabuliert. Oder das Wasser ist hier zu flach. Kann man die muscheln? Im Prinzip fehlt uns eigentlich nur Fisch oder Milch, ne? Der Rest haben wir eigentlich so weit im Griff. Deswegen wäre es echt cool, wenn ich hier irgendwo so Fischle finde. Da vorne kommt doch was. Da kommt einer, aber er bleibt mal hier bei dem flachen Wasser nicht wirklich. So, Alterle. Und schon haben wir einen. Gut, das ging wesentlich schneller. Was sind das für eine Sorte? Ey, wie geil. Ich bin ganz stolz. Den nehme ich jetzt noch aus draußen. Ist es hier auch so, dass ich mit der Spitzhacke mehr Fleisch kriege und mit dem Hackebeil mehr Leder? Okay. Jetzt nur noch die Frage, was... Leg das mal hier ab. Ja, Alterle. Ich habe so einen Fisch gefangen, so Augen an der gehabt. Der ist gut. Jetzt pass mal auf. Wir müssen das kurz hier umgestalten. Machen wir den Stuhl weg. Das Ding hier raus. Ich hacke einmal rein damit. Da müsste ich jetzt normalerweise mehr Leder kriegen. Achso, beim Fisch kriegst du eh kein Leder. Hier kriege ich 5. Ah, hier kriege ich Haut. Und 4. Oh, ich hau jetzt mit dem Ding da rein. So, Leute. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich anbrutzeln, ne? So wie ich uns kenne. Das heißt, wir gehen zurück zu unserem Lagerfeuer. Und derzeit sammle ich noch das restliche Fiber. Holz. Und Leder brauchen wir noch ein bisschen. Da suchen wir uns die nächste 3er Sau und dann geht's ab. Ich sehe die Zahl nicht richtig. Also die Schriftart, so schön wie sie ist. Die hätte ich in-game anders gemacht. So, Leute. Ey, wir kommen schon ein Stück weiter. Jetzt wissen wir schon ganz, ganz viel. Durch das mit dem Essen. Wenn ich mir nur gemerkt hätte, was das alles war. Fisch war rechts. Fleisch war das zweite. Gemüse, ne? So, wo ist denn das Gesicht, ne? Wir orientieren uns immer am Gesicht. Lass mal kurz gucken. Wir haben aber noch 5 Minuten, Leute, dass wir jetzt nochmal einen Brocken Fisch gegessen haben. 2. Es ist auch schon wieder zu heiß, obwohl ich gerade im Wasser war. Komm, wir müssen kurz in den See reinhüpfen. Lumlilum. Hier ist der. Gott, die Orientierung. Ah, der ist ja gleich nebendran gewesen. Das ist ein anderer Kopf, gell? Ich renn schon. Ab in die Fluten. Der war nicht richtig drin gerade, ne? Guck mal, das geht nicht weg. Immerhin ist seine Magenverstimmung mal weg. Hier ist tief, Digga. Hier richtig schön rein. Das will nicht weg, Leute. Oh, hier hat es auch Rochen drin.
nicht. Kann das sein, dass ich durch den Skillpunkt? Oh, ich muss hier weg. Wieso geht's denn jetzt nicht mehr weg, das Stück? Ich skill uns mal kurz die Punkte, vielleicht liegt's daran. So. Schauen wir einmal rin. Digga, was soll ich dir geben? Ich hau das alles hier drauf, solange das hier so ein Problem ist. Hier würde ich dann erst vergeben. Ja, das geht nicht mehr weg, Leute. Oder muss ich da auch ins Meer speziell? Aber sind wir ja eigentlich, ne? Vielleicht ist es aber jetzt aber gerade so heiß. Was steht denn da dabei? Water? Ach, das ist jetzt was anderes. Der hat einfach nur Durst wahrscheinlich, ne? Ah ja. Ne, das Wasser war ausgefüllt. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass er meine gleich umfliegt. Sag mal, wo war denn jetzt mein Lagerfeuerplätzle? Bei ihm war es nicht, auch wenn er Gesicht hat. Dann war es da vorne weiter drin, ne? Hier sehe ich ihn. Jetzt habe ich ihn wieder. Heute wieder so 10:30, dreiviertel elf rum. Kurz hier ausweichend, ne? Irgendwie, was muss ich nochmal durchlesen kurz? Das ist auch so klein geschrieben, ey. Water degrees faster ist. Ja, das haben wir doch vorhin schon gehabt, aber er kühlt halt nicht mehr ab, der Gute. Wenn ich nur wüsste, warum das jetzt so ist. Komm, wir gehen den Fisch durchjauchzen. Aber es läuft echt sauflüssig, ne? Ja, ich darf dich nicht rennen. Ich weiß schon. Es ist aber auch gerade super heiß hier, ne? 36 Grad. Jo, aber dann gleich drei Flammen. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Wir haben hier auch drei Flammen. Und wir heulen nicht. So, jetzt sind wir schon mal hier am Bächle. Und hinter dem großen Stein war auch unser Feuer, ne? Das bringt auch nichts hier, ne? An welchen Latschen, an welchen großen? So. Etwas Feuerholz. Kein Feuerholz. Ja, doch hier. Ich nehme mal nur die Hälfte. So, während das durchläuft, wir müssen nämlich mehr Holz noch sammeln für unser Shinnak. So, mein Freund. Die geht auch bald kaputt, ne? Wie er abgeht. Ihn halt bei der Temperatur arbeiten zu lassen, ist auch nicht so, ne? So, mein Freund. Und jetzt nimmst du einmal bitte die 8. Die Geschichte, trinkst noch einen Schluck und dann gibt es gleich Eiweiß und dann sind wir ausgeglichen, ne? La. Kann man da oben rein vielleicht? Das würde ich ja auch noch gern probieren, dass ich mal von da oben raus gucke. Hier, guck mal. Ihr habt da Fisch gemacht. Da kannst du eigentlich entscheiden, welches du willst. Von denen hast du nämlich viele. Oh, jetzt ist er wieder überfressen gleich. Was steht denn jetzt hier? Das überlagert's. Your vitamins are balanced. Alles klärle. So, dann lassen wir das durchlaufen. Holen wir uns noch ein bisschen Holz. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? Ich muss mal kurz durchgucken. Ledermäßig werden wir wahrscheinlich noch mehr brauchen, ne? Davon haben wir genug. Braucht man das überhaupt? Das ist Skin. Skin ist aber nicht Leder. Wir müssen auf jeden Fall noch Schweine jagen gehen. Das auf jeden Fall. Und vom Gewicht her wird es auch eine Geschichte. Pass mal auf, dann mach das mal so. Mach den Stuhl schon mal raus. Wie haben wir dann gewichtmäßig? Ist hier. Toggle Crafting Panel. Hier kann man doch nach Gewicht, oder? Sort Items by Unsorted. Was haben wir hier? New Folder. Was ist hier? Toggle Aspect. Wait. Habe ich es richtig rum? Nee, falsch rum. Ist egal, dann liegt es unten. Also Holz brauchen wir sowieso jede Menge, ne? 250. Dann haben wir da schon genug gleich. Hole ich mal das Holz ran und dann gehen wir nämlich Schiff bauen.
Das müsste schon reichen jetzt, ne? 250, also Holzcheck, 75 Leder, die haben wir natürlich noch nicht. Und 225 von dem hier, das haben wir. Fehlt uns nur noch Leder. Da baue ich mir am besten gleich mal noch ein Späle. Und da gehen wir jetzt, das machen wir jetzt, Leute. Ich hole gerade noch unseren Fisch. Bin gespannt, ob das mit dem Schiffler so lustig wird. Der Stuhl ist super zum Angeln, ne? Richtig schön geschnitzt hat er. Ne? So, den nimmst du noch rüber. Der Rest kann von mir aus durchlaufen. Das ist schade, dass ich das nicht hier rein basteln kann. So, Leute, jetzt brauchen wir nur noch Schweine. Ein Zehner traue ich mich noch nicht. Das Leder ist das Einzige, dann haben wir alles. Bin gespannt. Jetzt ist es auch wieder kühl genug für ihn hier, ne? So, perfekt. Einmal kommt dann schon rein irgendwann, ne? Was ich jetzt brauche, wäre Leder. Und zwar viel Leder. Das zählt alles als Leder. Also die 33 Skin, die zählen auch als Leder, ja? Das ist Fiber. Das hier war Fleisch. Die Symbole kenne ich halt noch nicht so. Der komische Reis. Ja, aber dann haben wir immerhin schon mal 33. Was ist denn das hier? Fur. Fell auch. Fell gehört auch dazu. Pelz, Leder, Haut, ne? Das heißt, wir haben dann tatsächlich schon mal 50 Stück von. 5, da haben wir es ja bald. Dann haben wir es ja bald. Okay. Ich brauche trotzdem noch ein bisschen was. Alter, überanstreng dich nicht. Bloß nicht rennen. Da hinten ist das Schwein. Geh mal hin und guck. Und sobald ein Huhn kommt, Blatt machen. Hallo, Keiler. Hallo, geiler Keiler. Welches Level, mein. Sollen wir uns mit einem Zehner anlegen? Ich meine, sonst werden wir es nie rausfinden, ne? Ja, den packen wir. Hier bist du nicht ganz so schnell tot. Sehr cool. Animal Meat, ne? Du musst, glaube ich, dann tatsächlich mit dem hier. Hier kriegst du einen Haufen Knochen, Fuhr. Auf ein Ding haben wir ihn weg. Leben haben wir natürlich ein bisschen verloren, aber das regeneriert sich ja. Schalala, schalalala. 34 und 33. Dann haben wir 60, 67. Sonst sehe ich nichts mehr. Müssen wir noch eins machen. So. Dann werden wir. Milan, komm her, mein junger Freund. Der greift jetzt an, ne? Tut mir leid, Alter, ich brauch's für die Wissenschaft. Naja, doch, da kommt schon ein bisschen was raus. So, was haben wir jetzt insgesamt? Wir haben 34 und 40. 70, jetzt haben wir's, Leute. Komm, ihr geht gleich wieder zurück. Ich will das Ding jetzt noch sehen vor der Pause. Bin gespannt. So, hier ist der Kopf. Da vorne kriege ich dann nochmal Süßwasser. Lumlilum, lululum. Also mir macht es auf jeden Fall saumäßig Laune. Aber das kann ja nicht anders sein bei solchen Spielen, ne? So, Leute. Das war die Geschichte. Wasser hast du. Dein Herz ist auch bald wieder voll. Die restlichen Fische und vor zum Stegmann. So, das sind die fertig gebrutzelten hier. Bums, was ist denn das hier? Kann ich es jetzt rüber machen? Schade. Wenn nicht, muss ich mir irgendwie eine Kiste craften. Huch. So, Leute, ich bin gespannt jetzt. Das Dörfle liegt ja richtig schön da hinten, ne? Mit den Statuen. Und das ist ja eine Riesen-Map, ne? Das ist ja auch eine Riesen-Map noch. Wir haben noch nichts gesehen. Schön. Nicht rennen, Alter. Die Zeit muss sein. Also dann gucken wir jetzt, was passiert, wenn ich dem das Ding abkaufe. Und vielleicht können wir mit einem Floß irgendwo hinfahren, wo ich mal claimen kann. Ich würde gerne auch mal die Struktur noch sehen. Gerade so ein paar, weißt du, ein paar Foundations, ein paar Wände mal angucken. Wie sehen die Sachen denn aus, mit denen man hier bauen kann?
Da habe ich auch noch Lust drauf. Vielleicht kriege ich ja noch so Äffle. Ich komme da drüben nicht zurecht. Ich gucke jetzt bei dir, Heinzle. Danke, dass du es rausfilterst. Ich komme da mal so durcheinander gerade. Zu viele Informations. Da hinten ist gerade was Größeres ins Wasser. Wie weit ist denn der Weg zurück, falls ich... Ich muss gucken, was das war. Das sah aus wie ein Walfisch oder so. Vielleicht hätte ich erst das Boot machen sollen, bevor mir jetzt die Mats dann flöten gehen. Kann er hier raushüpfen? Jo, er schafft es, schaffst du. Super. So, mein Freund, ich hätte gerne ein Boot. Scheiße, mir fehlt 10 Holz. Kurzer Moment, da habe ich jetzt... Ne, dass er teurer geworden ist. Wahrscheinlich zu viel zum Fisch reingeleert. Ich lasse den jetzt. So, das müsste reichen. Wir nehmen uns nicht mehr, als wir brauchen. Naja, gehst du da groß sammeln? 10 Holz mehr, mein Freund. Ich krieg ein Schiff! Wahrscheinlich voll das Kleine. Oh, der rennt auch in Takt der Musik, ne? Ach, langsam, dass die Walz da unten abbricht. Der Orientierungsmeister unterwegs. So schnell, bevor der Feierabend macht. Guck mal, da hat es auch noch was drin hier. Da habe ich gerade was gesehen. Hallo, mein Freund. Ich hätte gerne ein Schiff. Das da. Das gefällt mir, Leute. Die Alterle. Jetzt haben wir endlich mal den Alterle als Frau. Hä? Oh ja, gut. Alter, wie gut! Guck, ich hab ein Schiff. Oh, das ist größer, als ich es jetzt vermutet gehabt habe. Die Alterle, Level 1. Oh, scheiße, Alterle, was du da alles beachten musst. Kannst du da runter? Bück dich mal. Oh. Okay. Ist das Laderaum? Kommst du da wieder raus? Oder müssen wir da jetzt anbauen? Nee, oder? Ach du je. Wie komme ich denn da wieder raus? Repair, Smallwood. Ach. Ach, das geht jetzt schon mit Reparieren los. Jetzt ist wieder repariert. Wieso ist denn das jetzt schon kaputt? Weil es auf dem Wasser rumgautscht oder was? Da kommst du aber fast nicht raus. Hier ist ein Ding. Gut, ich glaube, ich mache Päusle in meinem Schiff. Was habe ich jetzt gemacht? Ey, das ist ja blöd, dass man da so schwer rauskommt, oder? Steuerrad anwählen. Hold from Options. Und jetzt? Gehen in Stadtgebieten kaputt, ernsthaft? Leute, wie meint ihr das anwählen? Was anwählen genau? Einmal kurz E drücken. Passiert bei mir nichts. Muss ich die Waffe weglegen? Nö, bei mir passiert da nichts. Jetzt bin ich im Inventar.
Jo, das Steuerrad und E drücken. Dann kommt das bei mir. Wenn ich kurz E drücke, kommt nichts. Ah! Gut, wenn du sagst Steuerrad auswählen, dann wähle ich es natürlich aus. Ist doch klar. Da weiß ich es jetzt, danke. Das heißt, ich muss es hier rausbewegen, dass es nicht kaputt geht. Map andrücken und Minus. Jetzt auf der Tastatur Minus oder da oben? Ich probiere mal. Wow. Oh. Oh ja, da ist echt einiges an Platz. Habe ich das jetzt so falsch verstanden, dass ich das abwähle? Jetzt ja gleich sagt, dass ich es nur angucken soll. So Leute, ich mache ein kurzes Päusle. Ich wechsle mal mein Getränk, das ist ziemlich warm hier. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt, ich drücke kurz ESC? Dann ist es halt ziemlich leise, ne? Dann haben wir nicht mal Lied. Aber was ich sowieso mal. Komme ich hier jetzt auch wieder. Das wird ja jetzt nicht kaputt gehen, wenn ich jetzt kurz. Ich mache dann ESC, beziehungsweise wir gehen kurz ins Menü. Doch, jetzt kommt Musik. Sehr schön. So, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ich hole mir schon was zum Trinken. Eine kleine Rolle machen. Saugeil, es macht ja tierisch Laune. Freue ich mich, dass wir das jetzt angeguckt haben schon mal. So, pass auf. Ein bisschen Musik ist noch da. Ich mache unser Pausenbild rein, falls jemand dazukommt. Dann weiß das auch. Dann sehen wir uns gleich wieder 5 bis 7 Minuten, Leute. Bin ich gleich wieder da, ne? Ist die Musik noch da? Sie ist noch da. Bis gleich. Thank you.
Jetzt habe ich schon gedacht, die Musik ist aus. Die läuft ja noch. Die läuft ja noch. Sehr. Zurück. Gleich mal das Bild hier rausnehmen. Gleich das Bild rausnehmen, dass wir unseren wunderschönen Alterle sehen. Beziehungsweise warten wir mal ganz kurz noch einen Moment. Bevor ich jetzt hier gleich in die See stech. Gehen wir erstmal ans Feuer zurück. Ich hole unseren Fisch. Ich brate das Fleisch noch raus. Werde noch ein paar Verpflegungsvitamine einsammeln. Und ich nehme mal fast an, dass wir am frühen Morgen dann aufbrechen erst. Und dann müssen wir mal kurz gucken, wie das mit dem Claim funktioniert. Ich will halt nicht so weit rausfahren. Irgendwo hin, Leute, wo wir claimen können. Habe ich mir überlegt. Zedil! Ein Zedil in die Runde. Herzlichen Dank. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, es ist jetzt eh Abend, Leute. Wir machen jetzt hier noch eine gemütliche... Die Nacht machen wir jetzt noch ganz gemütlich. Können wir noch ein bisschen schwallern jetzt. Und dann steige ich hier in mein Schiffle. Ich muss nur mal gucken, ob ich den Anker überhaupt gedichtet habe. Wenn der Anker angezeigt wird, dann liegt es vor Anker, ne? Dann passt es. Ja, es bewegt sich kein Millimeter. Habe ich bei dir irgendwie noch was, was ich brauchen kann? Nee. Ich gehe mal zu unserem Lagerfeuer zurück. Dass ich es verlassen muss, weiß ich. Aber wohin muss ich? In welche Richtung? Ist nur die... Wo war denn das jetzt? Da ist ja mein Kreuz. Und diese Insel, wenn ich jetzt oben links hin plätscher, ne? Sind wir dann richtig? Sind wir dann schon richtig? Ngaba 87, herzlichen Dank. Hallo, du würdest gern mitkommen auf die Fahrt, gell? Das weiß ich. Ah, ich habe kein Bild. Das kenne ich, das hatten wir schon mal bei irgendwas. So, jetzt haben wir ein Bild. Da können wir auch mal die Fackel benutzen, die habe ich noch gar nicht benutzt. Gebaut haben wir sie, ne? Danke, Gamebild ist wieder da. Ich renne alles los. Was war das, wo wir das hingezockt haben? Da war es ähnlich, gell? Danke, Heizle. So. Oh, das ist aber eine schöne Fackel. Mein Mädel ist das absolut härteste, oder? Überall links und rechts hängt der Speck rum. Hat nicht mal ein Hemd. Ich habe ihm nur nicht mal ein Hemd gemacht. Jetzt gehen wir mal ins Feuer, Leute. Ich werde uns wahrscheinlich jetzt gleich noch ein bisschen Klamotten craften. Also, dann hocke ich mich jetzt dann nachher ins Schiff und das nächstbeste Land werde ich ansteuern. Stopp, hier muss lang. Hier musst du lang. Haben wir das jetzt eigentlich probiert? Ich laufe jetzt mal um die Figur rum, das will ich jetzt auch noch wissen. Und sabbel natürlich dabei, wenn ich farblich irgendwas sehe, wie zum Beispiel das hier. Sind das random generierte Maps oder ist das eine... Es gibt auch fertige Maps, die man bespielen kann, glaube ich, gell? Wie sieht es denn hier aus, Alter? Willst du das gleich managen, bevor du weitergehst? Das hier war's Fleisch. Das kannst du rüber machen. Bam, bam. Kann ich mir auch einen Bratapfel machen? Nee. Den Fisch, den können wir zurück. Und Fisch hatte ich keinen mehr, ne? Holz ist noch genug drin. Ja, die kannst du auch rüber. Hup, ist schon aus dem Inventar raus. Über die Konsole kannst du gucken, übers Handy nicht. Aber ich habe tatsächlich beim Handy auch schon so meine Probleme gehabt. Oh, was ist mit ihmchen hier? Guck mal, ob du da hinkommst an die Pflanze. Oh, Weizen. Sah aus wie Weizenähren. Oh, die ist ergiebig, oder? So. Einmal außenrum will ich. Oh, guck mal, hier hängt auch noch was. Ey, unser Mädel ist halt voll klein. Es ist halt voll klein. Lalala. Es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall, ne? Es macht schon Laune. Es ist ein bisschen... Ja, es erinnert halt, klar, aber... Alter, guck mal, wie viel da ist ein Haufen Zeugs drin. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich muss tatsächlich mal ganz kurz... Kann ich das auch so hoch switchen? Das geht nicht. Okay, das nehme ich alles mit. Außer dich. Dich lasse ich hier. Du hast mich vorhin, dein Bruder hat mich angegriffen. So, tief in der Nacht. Kurz vor der großen Reise. 22.47 Uhr, sehr schön. Alles klar. So, das wollte ich jetzt auf jeden Fall mal gemacht haben. Geisterschiffe gibt's auch. Oh.
Geisterschiffe. Da bin ich ja mal gespannt. Also wir haben auf jeden Fall dabei Fisch. Wir haben Fleisch dabei. Wir haben unheimlich viele von den Bären dabei. Leuchtet da drüben. Das ist eine Flaschenpost wieder, gell? Die hole ich jetzt natürlich ran. Wie ist denn die Stimmung ohne Fackel? Boah, ist okay. Eigentlich ist es sogar richtig schön. Dass die so leuchten, finde ich jetzt auch schön. Das ist genau das Richtige für mich. Soll ich mir noch einen zweiten Wasserbeutel machen? Weil auf hoher See ohne Wasser ist natürlich übel, oder? Ich guck gleich mal, wie viel Leder wir noch haben. Nee, ich lass dich. Ist okay. Okay. So, ich glaube, jetzt haben wir echt genug Bären und so. Wir machen ja keine Ewigreise, ne? So, pass mal auf. Doch, so einen zweiten Wasserbeutel fände ich schon noch nicht schlecht, weil offensichtlich tropft es hier auch nicht raus. Haben wir denn noch genug Leder? Jo. Dann pack mal den da hoch. Und den neuen. Wo hat's denn den hingeschmissen hier? Den fülle ich ebenfalls. Ist aufgefüllt, ne? Sehr schön. Bin ich gespannt jetzt gleich. Ich muss erstmal gucken, wie ich das Schiff bewegt kriege, ne? Das finde ich cool hier. So, wie weit sind wir hier mit unseren Vorräten? Los, wir mal schauen. Steglen. Ja, das dauert jetzt halt noch eine Weile. Aber wir wollten ja auch mit dem Tagesanbruch. Das heißt, ein bisschen Zeit haben wir tatsächlich noch. Dann schauen wir mal, was noch an Klamotten drin ist. Im Moment. Es sieht halt echt schon krass aus. Ich würde sagen, als nächstes würde ich ihm gerne eine Hose bauen. Haben wir die freigeschalten? Ja, was fehlt uns? Leder. Also gehen wir tatsächlich uns nochmal mit einem Schwein anlegen. Ein bisschen Leder holen. Und die Fackel, ist die jetzt abgebrannt oder habe ich die nur rausgenommen? Henny, Servusle und vielen, vielen Dank. Torch. So, also. Schalala, schalala. Also einmal noch Leder, dann bauen wir uns wenigstens die Klamotten, dass wir auf dem Meer nicht austrocknen. Wenn wir nochmal ein Schweinchen finden. Das wäre geil, ja, so, so eine fette Wumme da oben drauf geschnalzt. Tja, vielleicht werden wir auch gleich Opfer der Piraten werden. Da vorne fliegt ein Ara. Ah, die Insel ist jetzt überschaubar, oder? Den haben wir aber noch nicht gesehen da vorne, oder? Da haben wir die Figur schon gesehen. Ich glaube, da bin ich auch schon hingerannt vorhin, ne? 0:16 Uhr. Einmal Leder noch holen, dann wäre ich zufrieden und glücklich. Oder halt irgendwelche Häute, ne? Haben wir gesagt, da unten kommt was. Ein Ara. Ein Kakadu. Oh, der ist fit. Tut mir leid, Alter. Fleisch, rohes Fleisch kann ich ja trotzdem mitnehmen. Wir werden uns mit Sicherheit nämlich auch noch ein Ding aufbauen. Nobody X87, herzlichen Dank. Halt! Ja, wenigstens. Ja, jetzt haben wir den gekillt. Ist schon klar. So. Das sind ein Haufen von den Dingern, ne? Headshot ins Knie! Herzlichen Dank! Schön, dass du da bist. Ist nur ein Stein. Ich nehme sie mal mit, wer weiß, vielleicht kommen wir doch noch dazu, irgendwas damit an. Oh, Performance-Einbrüche. Aber nur für einen Moment. Bin ich jetzt irgendwo hingelaufen, wo ich. Da sehe ich nicht viel. Meistens lädt es dann irgendwas nach, ne? So, ich guck mal, ob ich mir kurz die Buchs jetzt machen kann. Jupp. Hose können wir machen. Was fehlt denn uns da noch? Die Brust. Ist das die hier? Ne, ist der Kopf. Hier ist die Brust, ne? So, allerlei Buchs. Ich bin gespannt, wie er jetzt gleich aussieht, wenn das fertig ist. Hier. Ja, wie so ein Matrose. Sehr schön. Und da brauche ich mal noch Hände, ne? La la la, Offhand. Ei, gibt's auch noch. Was wirst du wohl eines Tages in deiner Offhand tragen, mein Freund? So, Leute. Da müssen wir jetzt dann auch durchgehen. Aber erstmal will ich ein Land claimen. Jetzt gehen wir los. Wie sieht er jetzt aus? Zeig dich. Am Vollmond, aber man sieht ihn halt fast. Ne? Ey, guck mal, wie er halt auch ausgeleuchtet ist.
Ist es, weil er die Fackel irgendwo... Ah ja, guck mal, die Fackel brennt hinten. An der Hüfte. Digga, das kann ich halt mit angucken. Nimm sie mal in die Hand. Geiles Spiel. La. Ach Gott, ich krieg das wieder eine ganze Woche nicht aus dem Kopf, das Lied. So, dann würde ich sagen, ich orgel hier nochmal durch. Hast du den Fisch auch draußen? Hast du, ne? Ja. Noracao, ist wahr? Was ist da los? So, meine Lieben. Jetzt reicht's dann auch. Sobald es hell wird, brechen wir auf, ne? 1:39 Uhr, Klamotten sind am Mann. Fleisch, Vitamine, Wasser zweimal. Ist alles da, was das Herz begehrt. Du. Und vor allem haben wir jetzt hier auch noch mal jede Menge Steaks fertig. Schabübel. Alles klar. Jo, das können wir eigentlich noch durchrotzen lassen. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Kann ich jetzt hier eigentlich angeln? An dem See? Weil vorhin ging es ja nicht, weil ich nicht... Nee, ans Meer muss man, ne? Das haben wir schon probiert gehabt, glaube ich. Den nehme ich natürlich jetzt wieder mit. Dich nehme ich mit, mein Freund. So, das war's doch dann in groben Zügen, oder? Wie viele Beeren haben wir denn jetzt? Muss ich mal gucken, dass ich das hochlager. Dann haben wir das Wasser hier. Die Fackel hier. Habe ich jetzt von allem was draußen? Eiweiß, Fleisch für Fett wahrscheinlich. Die Geschichte und die Geschichte. Dann haben wir noch ein paar Äpfels. Steaks kannst du nicht mehr wie 30, ne? Das ist aber okay, das reicht ja auch normalerweise. Dann haben wir die Geschichte. Das reicht doch, Leute. Das sollten wir doch normalerweise durchkommen. Oh, jetzt hat er. Oh, alles klar. Das ist dann für später, oder? Wo könnte das sein? Okay. Ah, da unten stehen die GPS-Daten. Oh, alles klar. Da kann man bestimmt coole Sachen finden, oder? Ach so, ja, siehst du mal. Haben wir nicht, haben wir das, das haben wir schon gehabt, ein Bett, ne? Einen Tisch können wir uns noch machen, das muss ich jetzt aber nicht bewahren. Ah, hier sind jetzt auch die ganzen, die will ich natürlich unbedingt angucken noch. Die ganzen Strukturen. Machen wir denn? Hier ist es. Was brauche ich denn dafür? Auch noch mehr Leder. Ich glaube aber, das wird Sinn machen, oder? Aber wo ist jetzt das Bett? Würde ich ja dann eher da bauen, wo wir jetzt claimen, ne? Wieso kannst du denn die nicht mehr wegnehmen jetzt hier? So. Ey, wir holen uns da Leder, wo wir rausgehen. Immer natürlich in der Hoffnung, dass wir da nicht aufgespießt werden. Wir ziehen jetzt los. Ich will jetzt ins Boot. So, letztes Mal holen und dann geht's ab. Die letzten 7 Steaks, die lasse ich durchlaufen hier. So Leute, wie viel Uhr haben wir? 3 Uhr, noch 2 Stunden Ingame-Zeit. Vielleicht können wir ja hier doch noch ein bisschen Leder farmen in der Zeit, dann ist es nicht so langweilig. Wobei ich mich jetzt auch an den Strand setzen könnte, 2 Stunden und warten, ne? Bei 30 Steaks wüsste ich jetzt schon was, was ich mit mir anfangen kann. Ich höre einen Keiler. Vor einer Weile hörte ich einen Keiler. Und wir wissen, bis Level 10 können wir locker gehen. Ein Einser! Und direkt in der Bobbes. Direkt in der Bobbes. So ein Stück. Jo, ist gut, ist gut. Scheiße. Kann ich die hier nicht nachbauen aus dem Menü? Doch, wahrscheinlich schon. Ich brauche nur mehr Holz. Lieber Keiler, da, hier. Müsste jetzt jeden Moment eigentlich sich bauen, oder? Baut sie schon? Ja. Keilerlein, oh Keilerlein, wo ist der? Die spawnen die so schnell oder habe ich den jetzt aus den Augen verloren? Ah, da liegt er doch. Gleich mal aufs Despawn geschoben. Halt, du müsstest eigentlich, als egal, es kommt gleich viel. So, kann ich es vielleicht jetzt schon bauen? Das wäre natürlich gut, dann hätten wir es nämlich aus dem Kopf. Nee. Es fehlt noch 6 Leder. Komm, das machen wir jetzt noch. Vielleicht kann ich es ja aufs Schiff stellen oder so.
Kammer gehört, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt jetzt gleich, wenn wir auf hoher See sind. Halten Sie durch, meine Damen und Herren, wir sind auf dem Weg. Das Flint sah kurz aus wie was anderes. Jo, entspannt euch, Leute. Ich mache nur Check-up. Ich spiele es jetzt nicht ewig so. Ich muss ja irgendwie reinfinden. Alles gut. Ich glaube, keiner hat beim ersten Mal alles richtig gemacht, oder? Ein Zyklop? Zyklopen gibt es auch in dem Spiel. So Leute, ich brauche noch eine Sau. Nur noch eine Sau. Dann geht es los. In unserem Floß. Sechs Flöße hast du gebraucht. Und was ist da dabei? So fängt man doch ein Spiel an, oder? Ich habe noch nie ein Spiel mir geholt und direkt im Netz erstmal alles gelesen, was ich alles beachten muss. Da würde ich gar nicht mehr zocken. Ich bin nur von der alten Garde, wo man noch nach dreimal Ableben eigentlich Game Over war und nicht weiterspielen durfte. Ja, geh runter, Alter. Dich hole ich mir. Dein Leder ist mein. So, mein Freund. 20er. Ich will halt immer mit links, ne? Oh. Komm her. Scheiße. Habe ich ihn erwischt? Ja, ich habe ihn erwischt, Leute. Was nervt? Was ist denn los? Warte mal kurz, Leute. Was geht denn? Wieso nerv ich dich jetzt? Du musst dich nicht nerven, nur so zur Info. Heizler. So, haben wir jetzt genug Leder für die Kiste? Dann baue ich ein Bett, dass wir unser Ärschle warm betten können. Achso, ich gucke nur ab und zu rüber, ne? Ich kriege natürlich immer nur Fetzen mit und versuche natürlich so viel wie möglich Leute zu sehen. Ich sehe deinen Namen ganz oft und versuche so durchzulesen so. Und dann habe ich jetzt halt gedacht, ich nerv dich oder irgendwas. Da musst du es sagen, dachte ich mir. Man kriegt halt nicht alles im ganzen Chat mit, sonst bräuchte ich nicht mehr zocken, weißt du? So, Bett ist in der Mache. Ich gucke jetzt bei dir, Heinzle, drin. Du packst es so schön zusammen immer. Jo, lol. Servus, Gnodi. So. So, da hinten ist Feuer. Jetzt hole ich den Fisch nochmal raus und dann gehen wir aber wirklich. Wenn man hier eh nicht bauen darf, ne, im Anfangsgebiet. So. Die letzten Fleisch. Wir gehen. Jetzt gehen wir. Jetzt geh. Halt, stopp. Bett bauen haben wir gemacht. Alles klar. Lalala, 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 lalala. Tschüss, Andreas. Schlaf gut. Holger. Oh, bei Blutwurz fällt mir was ein. Nee, ich sage, ich will ja nicht spoilern. Ihr guckt's ja. Ihr guckt ja zu. Ich sag nix. Jetzt sieht das jetzt wieder kurz, ne? Noch nicht rausgefunden, wann das ist. Aber nur kurz immer. Und dann geht's wieder flüssig weiter. So, Wasser haben wir. Bärchen haben wir. Fleisch haben wir. Alles da. Jetzt bin ich saugespannt. Jetzt ist der Anker grün. Du willst echt mit, gell? So, meine Lieben, jetzt geht's ab. Uffs Schiff! Hier habe ich mich vorhin hochgezogen. Warte. So. Okay, jetzt noob ich weiter. Wie kriege ich die Kiste jetzt bewegt? Anker ist drin. C.
V? V, als ob man Kanonen schießen könnte. Hold. C, ich drück mal C. Ich müsste aber doch erstmal Segel ausfahren, wahrscheinlich, oder? Discovery Area. Und vor allem, wie sehe ich denn, wo ich hin muss? Das ist ja eigentlich wurscht, dass man die Karte ist ja noch unentdeckt, ne? Ach, die muss man manuell setzen dann. Was heißt muss? Man darf, ne? Aber wie? Warte mal, ich muss mal ab und zu lesen, was da dran steht, ne? Speedship Sale? Von Open Sale? Open Sale? Demolish Speed? Das Grüne sieht mir nach was aus, was ich brauche. Nee, wie gut. Oh, wie geil. Oh nein, ich bin wieder unten. Und ich bin wieder oben. Okay, da waren aber doch noch welche hier, ne? Oh, wie geil es ist. Wie es runterradelt, gemütlich, ne? Boah, Alter, leck ihn mal ans Ding, das gibt schon Gas. Alter, wie gut! Okay. Ich habe gerade voll das Gefühl von Schnelligkeit gehabt. Sau gut. Und jetzt haben wir da unten auch eine Wetteranzeige noch. Cyclones. Oh Scheiße, Alter. Wie gut. Okay, aber wie bewege ich das Ding? Jetzt muss ich gucken, dass ich hier. Ah, da unten sind doch die ganzen Kommandos, oder? Left. Back. Ist es jetzt echt so, dass ich. Was habe ich jetzt gemacht? Wie geil ist das denn? Ich hätte es aber schneller, ich hätte sie ganz setzen sollen, oder? Okay, Wind kommt von rechts, oder? Was ist denn das da unten alles? Ich kann das wohl nicht lesen, die kleinen Dinger. Front, back, left, right, croup. Ich drücke erstmal alles durch. Mehr ergibt sich noch nicht ganz. Ich habe noch nicht das Fahrgefühl. Mit A und D ausrichten. Echt jetzt? Was ist denn jetzt auf der Navigationsleiste und was bedeutet denn das alles? Das Schiff habe ich gesehen oben und der Pfeil zeigt mir den Wind an, ne? Und die Segel richtig mit. Jetzt kommen sie, jetzt ist automatisch sie. Was ist das da vorne? Das sind ganz viele Schiffe. Das Ganze. Die ganze Leiste unten ist für Crew, also wenn man mit vielen Leuten spielt oder viele NPCs hat. Da kümmere ich mich gar nicht drum. A, D ist zum Ausrichten. Oben rechts das kleine Schiff, Windanzeige. Wenn es rot ist, ist scheiße. Wenn es farbig wird, langsam Richtung Grün, ist alles gut, ne? Also, das Bett haben wir auch nicht gesetzt. Kann ich jetzt eigentlich auch raus aus dem Schiff und das Bett noch kurz setzen? Jo, scheinbar. Wir. So, also hier sollte ich aber weg, habt ihr gesagt. Super, wie komme ich denn da jetzt geschwind weg? Oh, scheiße, das sieht echt nicht gut aus. Aber es ist Hauptsache ein Level up. Wow, wie viel Leben hat denn der? 45.000? Ist mein Schiff gleich am Arsch, oder? Je, Leute, ist so kompliziert, wenn man es noch nicht kennt. Jetzt habe ich auch nicht mehr die Anzeige von der Crew. Ich glaube, ich hänge am Segel, ne? Ich hänge gar nicht am Steuer. Alter, oh, die Dinger, die schießen fall.
Jo, hallo, schieß doch auf mich! Ich will doch nur durch! Und die sind zielsicher. Allele. Junge, Junge. Ich dachte, es sind andere, die üben. Und schon geht's ab hier. Oh, Alterle, es tut mir leid. Es tut mir leid um dein Leben. Junge. Jo. Drecksack. Ich mach das schneller jetzt. Ich krieg schon Panik. So. Moment. Du wolltest so. Oder kann ich auch aus dem Schiff rausspringen während der Fahrt? Die Musik, wie gut! Ich lasse es so, ich lasse die Finger weg. Ich hoffe, wir finden jemals wieder Land, ist das geil. Kann ich das Loch flicken, wenn ich jetzt reparieren gehe da unten? Scheiße, Alterle. Keine Ahnung. Ich war gerade unten, hab repariert. Hab ich kein Holz mehr oder was? Haben wir alles mit außer Holz, ne? Zum Reparieren habe ich nichts mit. Nee. Scheiße. Ja, wie geil. Vielleicht strande ich ja irgendwo. Ach du je. Aber geile Geschichte. Oh, war das Laune. Alter, das ist dein Ende. Du fährst deinem Ende entgegen. Kein Plan. Ich habe einfach noch keinen Plan davon, wie gut. Och Gott und dein Herzle. Geh nochmal raus und iss mal was und so. Sollst ja auch nicht untergehen, ohne noch einen Steak gegessen zu haben. Tja, wenn jetzt irgendwo eine kleine Insel kommt, dann wären wir ja noch... Ey, so gefällt es mir viel besser. Ach so, das war's. You die. Oh, wie gut, dass ich das Bett aufs Schiff gesetzt habe, oder? Jo, wie geil aber. Was heißt kurz E drücken? Dann bemannst du das Segel selbst, dann mit W öffnen und mit A und D ausrichten. Alles klar. Hoffentlich merke ich mir das. Ja, guck mal, aber das Alterle lebt ja noch. Sein Schiff ist halt tot, ne? Ja, aber jetzt mal spaßhalber, wenn ich mal auf die Map gucke. Wie sehe ich denn? Warte mal kurz. Machen wir kurz hier. Oh, du brauchst nicht weiter gucken. Irgendwas greift dich an, Alter. Speer raus! Jo, ein Hammerhai! Oh, da mache ich mir einen Screenshot. You killed by a shark, Level 2. Wahnsinn! Wahnsinn, das macht so Laune. Okay, scheiß drauf. Oh, das ist schön. Das macht Laune, Leute. Jetzt müssen wir natürlich wieder Matz sammeln für ein Schiff. Das kann man, jetzt muss ich natürlich nochmal üben. Jetzt ist alles weg, ne? Jetzt steht er wieder hier. Aber das macht Spaß. Jo, macht das Spaß. Komm, wir gehen mal als erstes ans Feuer. Da hast du bestimmt noch ein bisschen was zum Essen. Komm, wir machen noch. Ein Schiff bauen wir noch. Einmal will ich noch untergehen. Wahnsinn, wie das Laune macht. Also, ich gehe an die Segel, ich lasse die Segel runter, wir fahren los und dann mit D und W ausrichten, bis ich im Wind stehe, ne? Ich kenne mich da halt null aus. Wie ist denn das dann, wenn ich dann irgendwo Spezielles hin will? Mit einem Floß? Sollen wir erst einen Floß bauen? Ich habe ja, das können wir eh angucken. Ich habe noch keins gesehen. Aber komme ich denn mit einem Floß irgendwo hin schon? Meinst du, ich komme da schon irgendwo hin mit so einem kleinen Ding? Das, ich meine, oben links, das wäre das nächste Land wohl, wo ich dann claimen kann, oder wie? Wir sind aber ziemlich weit rausgekommen schon. Knodi, dann bauen wir Floß. Finde ich eine gute Idee. Will ich auch mal sehen. Normal fängt man ja auch mit Kleinzahlen. Ich wollte unbedingt das Schiff sehen. Ich habe mich so gefreut, dass es ein Schiff gibt. Jetzt bauen wir mal so ein Floß zusammen. Schaut uns das an.
Und dann setzen wir Kurs und da sagt aber, wo ich hinsegeln soll, dass wir vielleicht mal eine Chance haben, irgendwo zumindest einmal den Claim, die Claim-Fahne rauszusetzen, dass wir das mal gemacht haben. Ne? So, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder kräftig hier auch Gemüse und ganzes Zeug wieder sammeln. Ein, zwei Schweine müssen wir uns kurz machen, dass wir wieder Fleisch haben. Und einen Fisch hole ich mir. Okay, Wasabi, ich guck mal. Wenn man gleich, wenn man, ich hoffe, mein Floß hat auch ein Segel, dass wir das nochmal checken können. Aber ich denke auch, wenn du es zwei, dreimal gemacht hast, irgendwann hast du dann Übung. Wäre das erste Mal, dass man was nicht auf die Reihe kriegt, ne? Also, Segel setzen, das kriegen wir schon hin. Das machen wir jetzt gleich. Ich bin mal aufs Floß gespannt. Ich gucke auch gleich mal, was wir brauchen. Hallo, mein Freund, aber ich habe leider noch keine Tools. Tut mir tierisch leid und ich muss, glaube ich, Holz holen erstmal. So kenne ich dich, Alterle. Brüh heiß, wir gehen gleich ans Meer, dich wieder ein bisschen aufwärmen. Was von denen Tool brauchst du, wie viel Holz? Nein, das hast du angedötzt. Alter, schnell ins Wasser. Der macht dich doch fertig mit deiner Fäust. Kriegst du denn den Blatt, oder? Ich spring mal kurz ins Meer. Da lernt man das Segeln einfacher. Das ist ein Wort, Leute. Das probiere ich. So, Schweine, du kannst eh nicht schwimmen, oder? Alter, ich glaube, der ist übrigens schon weg. You are hot. Ja, wir haben halt jetzt auch keine Klamotten mehr, nix. Doch, ein Hut. Ist halt alles weg jetzt. Würde ich mein Loot wiederkriegen, wenn ich im Meer sterbe und jetzt mit einem Floß dahin paddeln würde? Wahrscheinlich, wenn du ein zweites Schiff hast, kannst du da schnell wieder hin, oder? Wobei ich wahrscheinlich da erstmal gar nicht hinfinden würde. Das habe ich schon gemacht mit dem Minus in die ganze Welt. Habe ich vorhin schon gelesen bei dir. Okay, also doch ein Stückle weiter. Jetzt, ich will jetzt auch nochmal gucken. Das schauen wir uns das Floß an. Ich hätte eh nicht gedacht, dass ich heute schon so Schiffle da gesehen habe. Das hat mich schon ganz arg gefreut. Ich dachte, da brauchst du bestimmt voll die vielen Spielstunden. Und ich könnte meine Leiche looten. Das ist cool. Also kriege ich mein Zeug auch wieder. Also heute nicht, aber dann, wenn es mal soweit ist. Ein Feld weit fahren in der Map. Ich gucke nochmal kurz drauf, dass wir nochmal reingeschaut haben. So. Wenn ich dann so mache, das mit der Minus, das müsste ich natürlich... Okay. Oh, da ist ein Totenkopf in der Mitte. Ein Feld weit fahren. Kann ich mir die Felder anzeigen? Oder muss ich dann unten schauen, wo jetzt M7 steht? Wahrscheinlich unten schauen, ne? Ja, ist ja jetzt wurscht. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen auf Spaß. Wir haben ja eh nicht so ultra viel Zeit. So, das haben wir jetzt. Wird es Zeit, dass ich mir irgendwann mal den Speer aufbaue? Was fehlt mir denn dafür noch? Wahrscheinlich Flint, ne? Ja, Flint und noch mehr Holz. Die habe ich. Und die andere Kollegin brauche ich auch noch. Flint. Dann holst du erstmal Flint jetzt. Aber das macht Laune. Das ist so ein richtiges Spiel, wo man wieder ewig viele Stunden reinstecken will, bis man alles richtig drauf hat und so. So, die Axt ist in der Baue. Dann holen wir das noch. Ein bisschen Holz noch. Muss ich probieren. Reiter, Atlas, Grit. Ach, hier sieht man das ganze Zeug nochmal viel. Ich sehe es nicht. Na, guck mal, hier kannst du auch... Na gut, da habe ich ja noch nichts, ne? Alter, wie geil. Ist das riesig. Überleg mal. Wir sind ja hier schon ganz viel entdecken gewesen, bis hierher gefahren. Das ist ja schon ultra riesig, ne? Aber guck mal, wir wären fast bei M8 gelandet wenigstens, ne? Sehr cool. Okay, weiter geht's. Ich
Ich will zumindest das Floß noch sehen heute. Ein paar müssen ja auch raus und so, ne? So. Alles klar. Aber es macht Spaß. Ich habe schon im Vorfeld, als ich bei der Ankündigung gelesen, der ein oder andere hat schon ein paar hundert Stunden. Ist mir schon klar, weil es halt Laune macht wie Sau, ne? Ha, wenn ich da aber ein Let's Play mache, kann ich wieder nicht so viel zocken. Ich komme ja pro Spiel in der Woche nur auf 3,5 Stunden höchstens. Hallo Sau. Ich brauche der Leder, Burschach. Krieg trotzdem immer leicht Panik hier mit dem. So, theatralischer Umflieger. Ich weiß gar nicht, ich habe im Vorfeld gar nicht gelesen. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Scheiße, jetzt wieder daneben. Oh Mann. Ich habe mal wieder nicht auf die Werte geachtet. Junge, Junge. Flauter. So. Achso, ich kann gleich gucken, was Floß kostet. Eine ganze Insel. So, mein Freund, ich bin's. Kennst du mich noch? Jo, 75, 20, 80. Ich schreibe mir es trotzdem auf. Wenn ich es jetzt zumache, habe ich es nämlich wieder vergessen. Problem ist, der Stift jetzt weg. So, Leute, dass ich nicht 10 Mal dahin rennen muss jetzt. 80 und 20 und 75. Alles klar, das ist soweit okay. Wo waren jetzt die... Sieht man das auch in der Map, wo ich jetzt wieder rumliege? Vorne war es. Ey, ist so eine Scheiße. Das war die Hitze gerade wieder, ne? Der blaue Strahl, der blaue... Ah ja. Oh ja, der ist ja viel deutlicher zu sehen wie bei unserem anderen Spiel. Danke. Ich gleich sehen jetzt. Dass du es gesagt hast, ist er mir jetzt auch gestochen. Sonst hätte es gut sein können, ich wäre 10 Mal außen rumgelaufen. Ist aber schön, dass es... So, erstmal ihnchen hier. Sein Hütle hat er schon auf. So, mein Freund. Guck dich nicht weiter an. Schnapp dir die Sau. Kurzer Moment. Es braucht ein paar Sekunden immer, bis die Tools da sind. So. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Es ist auch Mittag, ne? Deswegen... Gleich nochmal abkühlen, wenn es geht. Ein Wasserbeutel reicht für die Floßfahrt. Ich kam ja gar nicht dazu, einen zweiten zu benutzen. Und ganz wichtig wäre ein Bett, aber dieses Mal setze ich es hier irgendwo hin. Oder? Hätte mir auch nichts gebracht, ne? Ich bin ja hier wieder gelandet. Hä? So, abgekühlt ist er. Dann würde ich gerne den Wasserschlauch... Wo hast du den jetzt? Ist das der hier? Habe ich nicht gerade einen Wasserschlauch gebaut? Craft. Offensichtlich nicht. Hat die noch den Hut auf? Echt jetzt? Dann, ach ja, das war ja das Inventar vom toten Almdudler. Sieht ein bisschen aus wie der Tor. Minientor. So, danke. Ich habe da vorhin geguckt, dass ich, ja, sein Hütler hat er schon auf. Dabei war es das vom Toten. So, Kepler läuft, Schlappen nochmal hergebastelt. Lagerfeuer brauchen wir keins, das müsste noch hinten sein. Tools haben wir soweit gebaut, eine Fackel nochmal dazu. Ah, ich sag dir's. Schwitz hier wie Sau. Das glaube ich, wenn das kleine Schiff erst da frisch dazu kam. Das kostet ja nur ein paar Mats mehr, aber ich will das Floß einfach nochmal sehen, ne? Ich habe es ja noch nie gesehen. Gucken wir uns jetzt halt an. Jetzt gehe ich erstmal zurück und jag das Fleisch geschwind durch. Sag mal, jetzt muss ich aber genau gucken. Hier ist jetzt der Beutel tatsächlich. So, jetzt hole ich mir hier auch gleich ein gutes Stückle Salz, Süßwasser. So. Lum, lum. Das kleine Schiffle war schön.
Episodele. Campfire. Ein bisschen Holz. Ich muss noch Holz holen, kurz fürs Feuerle. Hier haben wir die Fleisch. Anmachen und ab. So kriegt man auch Routine, ne? Wenn man 10-mal stirbt. So, dann haben wir die Geschichte. Wir gehen jetzt dann auch los, egal ob es dunkel oder hell ist. Bis jetzt merkt man wahrscheinlich noch gar nicht so einen riesen Unterschied. Ist es im Multiplayer jetzt ganz extrem anders, wenn man anfängt? Fängt man in einem schwierigeren Gebiet an, oder? Team Yoda, nee, ist der integrierte Singleplayer, der jetzt in der Beta-Version live ist. Man kann jetzt ganz normal Singleplayer drücken und spielen. Ja, probiert haben muss man es mal, oder? So, zurück. Equip first, ja, das kennen wir noch. Er kann nur sammeln, wenn er... So. Das Lagerfeuer imponiert mir immer noch am meisten hier. Ist da gerade wieder so ein Affe gerannt? Nee, er hier. Aber er war auch schon immer sehr ergiebig. So. So, was haben wir jetzt nochmal rausgeholt? Fleisch, ne? So. Fleisch läuft durch. Ein bisschen Haut haben wir jetzt auch nochmal angezogen, sag ich schon. Machen wir uns noch... Ja, wir müssen ja davon ausgehen, dass wir es jetzt überleben. Was fehlt denn jetzt hier noch? Fiber. Komm, hol das noch. Bau dir mal mindestens eine Buchse. So, reicht es jetzt? Ja, reicht. Lalalala. Dann werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr zum Bauen kommen. Aber ist ja egal. Aber auf jeden Fall macht es Laune wie Sau. Hose haben wir. Dann hauen wir uns die Geschichte nochmal ran. Und das war's schon wieder mit unseren paar Mats. Hier, ne? Es würden jetzt noch fehlen, die Brust. Was brauchst du für die? Vielleicht baue ich sie dir ja doch noch geschwind. Wenn du schon so elendig stirbst, ja nur noch Fiber. So, Leute. Wie schaffen wir es noch, bevor es dunkel wird? Wir brauchen da jetzt, glaube ich, auch nicht so einen riesen Auflauf. Wenn ich da rausflitze und wieder sterbe, davon gehe ich jetzt mal aus, dass das jetzt nicht gleich passiert, dass ich irgendwo lande. Was ist denn das eigentlich? Das sah jetzt kurz aus wie ein... Da ist nur Flint. Deswegen, wir sind jetzt einmal komplett angezogen. Wir haben nochmal einen Punkt hier. Ja, gehen wir hier nochmal drauf. Jetzt gehen wir das Zeug suchen, was wir brauchen. Das sind 80 Holz. Wie viel haben wir? Holz haben wir schon genug gesammelt. Leder fehlt noch. Wie viel? Wir haben gesagt, man kann alles zusammennehmen, ne? Ich glaube, wir haben gar nichts mehr. Das habe ich alles verbraucht. Also, dann gehen wir uns jetzt noch ein bisschen Leder besorgen. Wie viel genau? 20 Leder. Und 75 von den Dingern farme ich noch. Und dann holen wir uns mal das Flossenkuchensitz an. Und dann haben wir zumindest mal die zwei Einsteiger... Ja, Schiffe kann ich nicht sagen, aber... Die zwei Einsteiger-Fahruntersätze fürs Wasser. Dann haben wir die mal gesehen. Ich fand es schön, schönes Ründle. Natürlich... Wenn ich den Skillbaum angucke, also was du alles freischalten kannst, kratzen wir sowas von an der Oberfläche gerade, ne? So, mein Freund, jetzt brauchst du nochmal Schwein. Schön. Ja gut, ich glaube, klar, wenn du arg magst, und das mögen wir ja, dann bist du hier auch irgendwie zu Hause erstmal, ne? Es gibt ja unheimlich viele Viecher, glaube ich auch, ne? Und kann man die alle zähmen dann? Tiger und so Geschichten?
Die Insel ist übrigens größer, als ich dachte. Ne? Da hinten war ich ja noch gar nicht. Boah, ist es warm. Jetzt finde ich kein Schwein mehr. Ich brauche aber eins. Das macht es jetzt nur, dass es dunkel wird. Aber im Dunkeln dann Floß fahren, ist mir egal. Das probiere ich jetzt dann auch noch. Da vorne ist eins. Kleine Sau. Vielleicht kommen sie beide gleich. Alter, überlebst du das? Oh, wir haben schon wieder ein Symbol, das ich noch nicht so oft gesehen habe. Ja, kommen sie beide. Oh, das sieht nicht gut aus. Digga, das kann unter Umständen ziemlich knapp werden, ne? Respekt. Bin ja schon fast ein bisschen stolz auf dich, Bursche. Ist das jetzt eine Hitzewelle? Am besten gleich wieder abflitzen, oder? Das Spiel, das richtet sich aber ganz extrem gerade an unser Real-Life-Wetter, ne? Ich hüpfe mal ins Wasser. Was genau sagt die aus? Extreme Hitze. Ja, der geht schon die Gesundheit wieder flöten. Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen abgekühlt kriege, ne? Alter, dann bück dich. Oder kriech im Wasser. Geht es? Ja, ein bisschen abgekühlt sind wir. Wetness 97%. Aber es wird ja gleich Nacht, dann sollte doch normalerweise das nicht so extrem ausfallen, oder? 30 Grad östliche Tropik. Komm, wir probieren es, ob wir es schaffen. Drüben ist ja auch ein kleiner Bach. La la la, da brennt die Sonne mir auf den Bauch. Soll sie auch, soll sie auch. So. Jetzt muss ich es doch mal probieren. Wenn ich jetzt hier... Wetness ist 100, aber boah, es ist schon ziemlich heiß gerade. 32 Grad, obwohl es 19 Uhr ist. 33 Grad. Verbrennt mich das Wetter jetzt oder was? 34 Grad. Ist der Hitzewelle wurscht, ne, ob die Sonne untergeht. Ich muss trotzdem kurz hier reingucken. Die nehme ich nämlich noch mit. Sollen wir direkt aufs Meer? Ich weiß es jetzt auch nicht. 39 Grad, die Hitzewelle, die geht ab bis Sahne. Ich bleib mal hier. Nicht, dass mich zusammendrückt. Wobei, ich weiß gar nicht, was das so das Problem ist. Ah ja, gut, 41. Ist das richtig so, dass es dann eine Hitzewelle gibt mit 42 Grad, wenn die Sonne untergeht? 43. Wie lange geht es jetzt, Leute? Mir wird schon ganz warm. Es bringt jetzt auch nicht viel, dass ich hier drin hocke, ne? Die Gesundheit geht runter. Das bringt gar nichts, die Wetness. Vom Gefühl her fühle ich mich hier ein bisschen kühler. 41, sie geht zurück, die Temperatur, sehr gut. Sie geht zurück. So, pass auf, ich gucke nochmal, was wir jetzt brauchen für unser Flößel. Ledertechnisch haben wir jetzt, wo ist das Schweinefell? 41 von 20, super. 75 von dem Zeugs hier, das haben wir auch. Und Holz hat er gesagt 80. Sehr gut, dann kann ich noch ein paar Holz hier reinsponsern. Machen wir mal die Hälfte rüber, oder? Nee, nicht ganz die Hälfte, sonst reicht es mir vielleicht nachher vorne wieder nicht. So, machst du so und dann machst du so und ab. Also, meine Lieben, weil es jetzt sowieso, wir haben ja gesagt, bis 10:30 rum und so, dann würde ich sagen, wir basteln uns jetzt vorne das Floß und dann gehen wir noch einmal aufs Meer und gucken mal, wo wir rauskommen. Ist halt dunkel jetzt, ne? Yeah.
Dann essen wir mal ein bisschen was. Ich glaube eh nicht, dass wir jetzt alt werden hier mit dem Alterle. Eigentlich brauche ich hier jetzt auch nicht noch auf länger Fleisch warten. Ne? Komm, wir gehen jetzt das Floß da vorne organisieren. Wo war denn das wieder? Hier ist er, dann war es da vorne, ne? Dim, didi, didim, didi, 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 Keule, servus Keule. Was ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht auf dem Meer? Mir hat der Tag schon gereicht. Mit den komischen Dämonenschiffen. Außer man sieht halt nichts, ne? Aber macht das wirklich einen Unterschied bei mir? Lalala, ich hol's mir jetzt auf jeden Fall, dann habe ich schon mal gesehen. Vielleicht machen wir ja doch noch wenigstens die Nacht zum Tag. Beziehungsweise wir warten, bis wieder Tag wird. Man weiß ja nie, ob man nicht doch vielleicht weiterkommt, als man denkt. Jetzt hoffe ich erstmal, dass er mir das Ding zusammenschustert gleich. Ne, weil jetzt ist 20:50, wie sich jetzt das Floß dann... Ich kann es ja schon mal besteigen. Also begutachten, so rum. Entschuldigung. Alter, der Fiber. Shit, ich habe aufs falsche Ding geguckt. Ja, ich komme gleich nochmal. Also, dann haben wir ja noch was zu tun, bis es hell wird. It's foggy. Was stand da? It's foggy. Es wird neblig. Was soll ich tun? Was will er denn jetzt? Foggy. Was man da alles achten muss. Sieht halt nicht so viel wahrscheinlich, ne? Alterle. Heute haben wir haben zwar heute keine Qualitätseinstellungen, aber wir haben eine 1:1 Live-Übertragung fast, ne? Also kaum Versatz drin. Entschuldigung. Da, 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 da. Jetzt haben wir genug Fiber, ne? 83. 75 brauchen wir. So, Leute. Ich steche jetzt trotzdem in See. Sonst schneidet sich's zu sehr. Ich will das jetzt noch sehen. Wenn wir jetzt die Nacht noch rumbringen, müssen wir jetzt ein bisschen zu spät. Ich muss morgen saufrüh raus. Wie einige auch noch hier, ne? So, Leute. Bams. Da warte ich jetzt erstmal. Sonst habe ich nur wieder Angst. Oh ja, das ist meins. Hallo. So, jetzt... Ah, jetzt sehe ich es nicht mehr hier. Warte mal kurz, ich muss kurz hochscrollen. Kurzer Moment, dass ich mal die Dings wieder ranhole. So, die Zusammenfassung war doch das, ne? Funktioniert die hier auch? E gedrückt halten, dann bemannst du das Segel selbst. Pam. Sehr schön. Dann mit W öffnen und mit A und D ausrichten. Ah! Und schon hebt er ab. Und jetzt ist genau dunkel in dem Moment. So. Und hier habe ich ja nichts, wo ich irgendwie, ne? Und jetzt kann ich mit A und D... Ja, ist viel einfacher. Das ist meins. Jetzt muss ich mich nur windmäßig... Alter, vorne ist der Felsen. Da will ich nicht unbedingt draufknallen jetzt. Oh, Alter, kriegt der Speed! Rum! Rum! Junge, kriegt der Speed! Alter, gerade noch die Kurve gekriegt hier. Alter, wird es schnell. Kurzer Moment. Ich bin gleich wieder der Alte. Gleich wieder etwas ruhiger, gechillter. Kriegt es auf einmal Speedy. Ah ja, jetzt lernt man es tatsächlich. Pass auf, jetzt rattelst du da drüben drauf. Digga, Digga. Kriegt es Speed. So, kurzer Moment. Ich will mal in die Richtung jetzt. Ja, okay, aber das kann ich ja dann übertragen auf das kleine Schiffle, ne, wenn ich das jetzt mal blicke. Weil hier merke ich es, wie es halt mitmacht, wie es die Befehle ausführt, die ich drücke. Deswegen raff ich das jetzt auch ein bisschen besser. Das war echt eine knappe Geschichte. So, hinaus! Auf die hohe See! Yes! Er kann ja nicht untergehen. Jetzt gucke ich mal ganz gemütlich auf die Map. Ja, so gemütlich wird es nicht. Stell dich mal normal aufs Floß, Alter. Bind dich fest oder so irgendwas. So, mein Freund. Dann gehen wir hier auf Minus. Oh, okay. Ha, da dauert es jetzt halt dabei, bis wir raus sind, ne? Da war unser Schiffle schon eine Ecke schneller, ne? So, Digga, bemann dich hier wieder. Ich bin so gespannt, ob wir irgendwo ankommen, ne? Saumäßige Laune macht es gerade.
So, ich kann jetzt natürlich windmäßig mich noch ein bisschen besser reinhängen, ne? So, jetzt sind wir ja raus aus der Gefahrenzone. Nicht so arg reinhängen, so reicht's. Wenn Dämonenschiffe kommen, hauen wir ab. Unser Herz ist voll, unser Floßherz ist voll. Der Magen könnte ein bisschen voller sein. Kann ich das von hier? Kannst du essen, während du lenkst, Alter? Probier's einmal. Ja, logisch. Ja, ich denke auch die ganze Zeit, ich muss mich mehr in den Müllstrom stellen. Raft has a level up. Oder was, wie gut. Sehr schön. Es macht sau viel Laune. Wenn man dann halt natürlich gerade am Anfang, ich würde ja wahrscheinlich eh erstmal eine ganze Ewigkeit an der kleinen Insel rumballern, bis ich wirklich alles habe, was man so bauen kann. Bis ich auch mal einen Fisch gefangen habe. Kommt da hinten schon wieder was, Leute? Ich glaube, da hinten ist schon wieder was. Ah, da ist irgendwas. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ne, ne, Digga, Lavender, dann hätte ich dich gerne hierher mehr. Da sind ganz viele Schiffe überall. Guck mal, schon wieder. Das sind schon wieder die Dämonensäcke. Wo sind die überall? Nee, du hast dich überdreht. Klassischer Überdreher. Alter Nautiker hier. Dum, 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 dum. Sind die Linken die Lieben und die Grünen die Bösen? Ist das geil? Paddel ich hier mit dem Floß übers offene Meer. Wie geil. Ist echt geil. Macht so Laune. Mit Z kann ich es einholen. Ah, sehr schön. Dankeschön. Okay, jetzt momentan habe ich es voll auf. Ich kann es jetzt nicht noch weiter öffnen. Und mit S könnte ich es tatsächlich wieder reinholen. Und dann werden wir natürlich langsamer, weil weniger Wind reinhaus. Ja, super. Ich hau's mal voraus. Ich will jetzt hier nochmal aus der Gefahrenzone uns rauslenken. Ich meine, die Dämonenschiffe, die sind gut. Aber ob die unser Speedy-Floß hier, ob die das sehen, dass wir das sind. Oh, da hinten ist Land! Da gehen wir hin, da gehen wir hin. Lalalalalalalalala. Da hinten ist Land. Ich weiß nicht, ob man das jetzt bei der Übertragung sieht. Gucken wir mal, ob wir hinkommen. Es kann natürlich jetzt auch noch ein bisschen dauern, bis wir dort sind. Ist das gut. Schönes Spiel, also so vom Dings her. Kommt natürlich jetzt drauf an, ne? Wenn du dann mal wirklich ausgelevelt bist, viel, viel schon gemacht hast, ob du entsprechend mit den NPCs dann auch wirklich die Schiffe schön steuern kannst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das vielen im Multiplayer unheimlich Laune macht. Mit ihren Jungs da, Mädels, ne? Jeder hat seinen Job auf dem Schiff, so wie bei Star Citizen. Da wird es ja auch so mit den großen Schiffen. Da freue ich mich auch drauf. So Leute, mal gucken, ob wir das erreichen da hinten, oder? Wir behalten Kurs. Welches Fernglas? Kommst du mal jetzt aber nicht mit der Raft-Geschichte, oder? Gucken, ob wir da hinkommen. Ah, die. Da kommt, da leuchtet was im Wasser, Leute. Ne, dass das eine Meerjungfrau ist, die. Die auf der Balz ist oder so. Ich fahr mal da drüber, oder? Jetzt ist es vorbei mit drüber fahren. Ich hab's nicht gelootet, oder? Ich hätte wahrscheinlich absteigen müssen. Aber ich habe auch so das blöde Gefühl, dass da ja auch noch Kraken drin sind und sowas. Ich bleib da. Da ist wieder eins. Müsste ich dann das Segel einholen, wenn ich kurz davor bin und dann hinlaufen und looten? Dickerle, wo fährst denn du hin? So haben wir nicht gewettet, Almdudler. Ja, das sind überall Sachen. Also ich habe es übrigens gemerkt, dass es kaputt ging, als ich hängen geblieben bin dran. Oh, ein Schwertfisch! Jetzt komme ich gerade ganz schlecht nur an hier gegen den ganzen. Hier sind jetzt überall, das ist der alte Landweg. Ich will da rüber eigentlich. So. Ja, dreh's mal wieder schön. Du musst ein bisschen gegenlenken dann wieder. Ich lasse es jetzt liegen, Leute. Ich krieg noch nicht mal die Insel da hinten angesteuert. Delfin war das? Kein Schwertfischle? Schieß wie aus der Kanone. Okay, aber normal würde es dann halt anhalten, ne? Segel hochziehen.
und es holen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich mich mit Sicherheit sonst töte. Ich bleibe jetzt hier genau kerzengerade, auch wenn es nicht so aufregend ist. Ich will echt schauen, ob ich mit meinem Floß da hinten hinkomme. Wir können aber mal die Map aufmachen und da mal kurz reinlinsen. Alterle, fall mal nicht vom Floß. So, dann gehen wir mal hier auf Plus. Also wenn ich das, was ich sehe, wenn das da hinten ist, dann dauert es so eine ganze Weile. Und ich wechsle tatsächlich nicht das Feld, ne? Ach, sind wir vorhin... Ich gehe jetzt gerade auf die Insel, auf der wir vorhin waren. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin an derselben Insel die ganze Zeit, Leute. Die sahen jetzt nur so ähnlich aus, oder wie? Wenn das die Insel ist, auf der wir gerade eben waren, dann sieht die jetzt genauso aus wie... Ah ja, gut, dann sind die alle gleich wahrscheinlich, ne? Die da und die da. Bin ich mal gespannt. Weil ich habe nämlich gerade eben dann offensichtlich eine andere Insel gehabt wie die ganze Zeit. Hab's aber nicht gemerkt, weil die für mich gleich ausgesehen hat. Gut, dann legen wir jetzt an unserer ersten Starterinsel an. Dann haben wir zumindest einmal hier ein bisschen den Ozean durchquert. Schöne Geschichte. Also mit dem Floß ist echt leichter und das ist für mich jetzt auch ganz gut. Dann spüre ich es vom Feeling her, wie ich das beim großen Schiff machen muss. Dann kriege ich das da auch hin beim nächsten Mal. Ne? Wie viel Uhr haben wir? 1.48 Uhr, Wunderbärle. Sehr cool. Sehr cool. Ja, ist doch gemütlich jetzt hier zum Auschillen. Cooldown, Leute. Der Endspurt. Also schon allein jetzt, wenn ich mir überlege, wir haben einen Anfang um 8. 2,5 Stunden habe ich jetzt schon mal gezockt. Jetzt würde ich als nächstes wahrscheinlich halt dann das große Schiff nochmal bauen. Dann würde ich versuchen, diesen Grid zu wechseln. Dann bremst du die Fahne rein. Bist du locker mal 10, 20, 30 Stunden beschäftigt. Mit nur neuen Sachen, ne? Und dafür lohnt sich, finde ich schon. Das muss ich aufpassen. Ich würde auch tatsächlich schon mal so ein bisschen, so ganz kleines bisschen würde ich es reinholen. Okay, wie er gleich ultra langsam wird, ne? Ey, super. Das war ein geiler Tipp mit dem Floß. Jetzt habe ich das Handling, weißt du, jetzt spürst du das auch, was du machst. Vorhin habe ich hin und her gedrückt und gedacht, er bewegt sich nichts. Klar. Schön. Oh, da bin ich gespannt. Ja, mit dem Kompass ist schon eine coole Geschichte. Ich muss nur gucken, dass ich rechtzeitig wieder... Ne? Macht schon Sinn. Ja. Und der ganze Strand blinkt und blitzt schon für uns. Jetzt sind wir auf der Rückseite von der Insel, an der wir vorhin praktisch gespielt haben. An der Stelle war ich aber noch nie, ne? So, jetzt würde ich tatsächlich sagen, ich ziehe es ganz ein. So, wie kriege ich, da muss ich jetzt auch Anker setzen, ne? Wie macht man den Anker raus? Knoti, was muss ich drücken? X, 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 X. Okay. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich muss noch weiter vorne. Floß steht. Okay, jetzt drücke ich mal X. Hier nicht. Muss ich von außen wieder? Nö. Also es bleibt ja so stehen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es uns gleich abhaut. Ich hole jetzt die Flasche, die leuchtet so schön. So. Danke, Amsel. Alles klar, Leute. Wie viel Uhr haben wir? 3.13 Uhr. Voll der Turn. Du brauchst gar nicht gucken, ich mache dir nichts. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Map nochmal kurz gucken, bitte. Damit wir uns echt bewusst machen, dass wir nichts erreicht haben. Lass den aber in Ruhe, den Hellgrau, ne? So. Also nochmal kurz hin. Ja gut, sieht man gerade nicht so gut. Ja, ja klar. Jetzt haben wir praktisch übergewechselt.
Und da hinten bin ich gestorben. Coole Geschichte, aber das macht Laune. Ich spiele es ja eh jetzt hauptsächlich, ne, aus Spaß und so. Ich bin ja da nicht so der Best-Case-Spieler. Also richtig schönes Spiel, macht sehr, sehr viel Spaß gerade. Und wir leben noch. Wir leben noch. Zweite Überfahrt schon geglückt. Okay, Leute. Naja, ist halber. Da machen wir langsam aus. War trotzdem. Ja, man muss ja nicht mit einmal alles erreichen, ne? Ich find's schön. Mir hat es saumäßig Laune gemacht. Sehr cool. Ja, da mit den Schatzkarten ist bestimmt auch super interessant, oder? Wenn du dann deine Dinger da jagst, deine Schätze. Könnt mir vorstellen, dass das echt tierisch Laune macht. Achso, du meinst, ich krieg das Schiff jetzt nicht mehr weg, weil ich es in Sand gesetzt habe? Komm, das probieren wir noch geschwind. Ich würde jetzt eh, also wenn ich jetzt tatsächlich hier das Spiel länger spiele oder nochmal neu anfangen, würde ich sowieso das erste größere Schiff jetzt gleich bauen. Ich wollte das Floß echt nur mal sehen. Guck mal, von hier siehst du die andere kleine Insel drüben. Oh, und das ist ja was für Entdecker, die echt Bock haben, einfach nur alles freizulegen auf solchen Maps und so, ne? Guck, ich war schon gemerkt. Das passt. Und jetzt müsste ich eigentlich. So. Nee, also ich komme weg tatsächlich gerade. Aber ich kann mir das schon vorstellen, je nachdem, wie man das strandet, dass das richtig schön festhängt. So, und jetzt hier nochmal mit Vollspeed dagegen. So. Ah, schön, wie es sich abbremst, ne? Dann leicht die Segel einholen. Oh, das macht Laune. Ich habe noch nie ein Spiel so mit Schiffen und so. Finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Okay, Leute, wir machen langsam aus, habe ich gesagt, ne? Jetzt hopfe ich schon wieder hier auf dem Floß rum. Sehr geil. Schönes Ründle war das. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr heute reingeschaut habt. Ah, wunderbar. Tag 1843 und ich habe ein Floß, Stoffklamotten und ein paar Äpfel. Haben wir viel erreicht. So, Leute, dann mache ich langsam aus. Ah, ich klebe überall. Ich muss es erstmal unter das Düschle hopfen. Also mein Fazit ist ganz klar, ich habe es aber beim Einloggen schon gemerkt, ist halt Hit 199, vielen Dank. Bei mir ist es, ich habe es schon gemocht, als ich rein bin halt. Ich mag ja das, ich mag ARK. Ich finde, ja, ich bin von der Firma auch nicht hundertprozentig überzeugt. Gerade mit den Spielen, die sie so auf ihrem Backend machen, das ist nicht alles toll. Aber mir hat die Map gleich gefallen, Südsee, der Papagei ist vorbeigeflogen, Piratenstyle jetzt mit den Schiffen. Ich mag das Spiel, also mir gefällt es bisher. Ist halt auch wieder so Sandbox-mäßig. Ob der Singleplayer jetzt das hergibt für so ein Riesenspiel, weiß ich nicht. Ob, also bisher waren halt alle Spiele, also ob es jetzt ARK war oder Outlaws, habe ich immer gedacht, ja, wahrscheinlich im Singleplayer macht es keinen Spaß, aber bis jetzt habe ich immer Laune gehabt und ich glaube, hier wäre es genauso. Ich habe das Baumenü noch nicht gesehen, große Schiffe bauen, Kanonen, irgendwann mal gegen diese Dämonenschiffe dann in den Kampf ziehen und so. Ich glaube, dass das sehr viel Spaß macht. Also mir hat es sehr gefallen. Schön, dass wir mal reingeschaut haben. Ich behalte es auf jeden Fall im Auge, wie das sich weiterentwickelt. Kann schon sein, dass ich da irgendwann mal ein bisschen mehr dazu mache auch. Ne, Conan habe ich ja jetzt auch erst viele Wochen später dann angefangen. Ich nehme es da nicht so. Natürlich, klar, ich will ja auch meinen Kanal und so alles immer nach vorne schauen und Erfolg und so. In einer gewissen Weise guckt ja jeder. Aber ich muss nicht immer das Neueste gleich machen. Kann sein, wir bringen das irgendwann mal, machen ein paar Folgen zusammen auf dem Kanal oder wir streamen es nochmal, das weiß ich nicht. Mir macht es jedenfalls sehr viel Spaß und ich finde, es ist auch schön. Und teilweise, gerade was die Wassereffekte anging, also teilweise finde ich es, hat sogar einen kleinen Grafiksprung. Kein riesengroßer, aber es ist schön. So, jetzt habe ich genug gelabert, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Der Montag, den haben wir geschafft. Guck mal, da vorne ist ein Nordlicht oder irgendwas in der Südsee. Da schimmert jedenfalls was da hinten. War ein schöner Abend, Leute. Montag ist durch. Bis wir aufstehen, ist schon Dienstag. Übermorgen Bergfest. Zum Bergfest habe ich vielleicht noch was. Muss ich mal gucken, wenn das alles hinhaut und Heinzel auch Zeit hat. Da reden wir gleich nochmal. Dann kann es sein, dass wir Mittwoch auch einen Stream machen. Kündige ich dann morgen Vormittag oder beziehungsweise am Mittag an. So. Dann lasse ich jetzt erstmal Luft hier rein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, Leute, für eure Unterstützung. Und kommt gut in den Dienstag. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. War ein schöner Abend. Viele neue Infos halt bei neuen Spielen immer, ne? Guck mal, hier ist wieder so ein Kakadu. Ah, ist das super. Kann man die auch zähmen?
Komm zu Papa, komm. Alles klar. So Leute, bevor er jetzt noch umfliegt, weil es wieder zu heiß ist, hau ich unseren Pausenbildschirm rein. Einmal will ich noch das Lied hören und dann mache ich wirklich aus, ich verspreche es. La 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 la. Schönes Spiel. Halt nicht so, so will ich's. So, meine Lieben, jetzt hört's gerade auf, habe ich gedacht. Gute Nacht, schlaft schön, kommt gut raus morgen früh. Mittwoch Streamer, ich kündig's morgen an. Ansonsten sehen wir uns natürlich auf dem Kanal wieder. Gehabt euch wohl. Schlaft schön. Gute Nacht. Herzlichen Dank.